Mich hat mal ein Pferd getreten. Da sind wir wieder! Wie es sich gehört, Jannis und Flori, zusammen durch die Warcraft-Welt. Wir sind zurück. Es waren schwere, schwere Wochen, wo wir nicht zusammen sein konnten. Ich habe dich sehr vermisst. Wir haben jeden Tag geschrieben. Ich habe dir ständig berichtet, Mensch, ich wäre doch jetzt so gerne im Studio an deiner Seite, wenn auch nur digital. Und du hast in der Zwischenzeit einfach mal Preise gewonnen. Ja, ich habe hier vielleicht so den ein oder anderen Award gewonnen. Das ist jetzt kein Grimme-Preis, ne? Andere Leute sahen hier auch fleißig ab, aber in der Tat, die Early-Game.gg Awards. Wir sind die besten Non-Mainstream-Streamer des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. Ihr habt euch da durchgesetzt, auch unter anderem gegen Densen. Da war ich natürlich so ein bisschen zwiegespalten, aber letzten Endes freue ich mich natürlich sehr, dass ihr das geschafft habt. Non-Mainstream-Streamer, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr schön. Danke. Und ich hoffe, da sind natürlich einige Geldbeträge auch geflossen, damit das nicht mehr so lange Non-Mainstream ist. Ja, da muss ich nochmal nachhaken bei der Organisation. Wahrscheinlich haben wir für die, es war ja ein Community Vote. Wahrscheinlich haben wir mehr für die Bots des Votes bezahlt, als wir dann im Endeffekt rauskriegen. Okay. Na, aber das ist ein Investment auf jeden Fall. Ja. Back to Warcraft hat es tatsächlich geschafft. Ist ja ein Stream für Warcraft 3, nicht wahr? Das ist korrekt. Ja. Also wir haben auch ein bisschen Stormgate Zero Space und so gemacht, aber eigentlich machen wir größtenteils Warcraft 3 und das seit 15 Jahren und dass man da jetzt nach so langer Zeit mal eine Award bekommt und die Leute das endlich würdigen, was wir hier tun, das ist natürlich eine feine Sache. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, wirklich, es freut mich, dich so glücklich zu sehen, das ist wirklich eine schöne Sache und das freut mich sehr. Ja, jetzt natürlich die Frage, was ist das nächste Ziel? Tja. Bester Streamer des Jahres, Mainstream, willst du jetzt in den Mainstream einziehen? Was ist das nächste Ziel? Ich bin immer ein bisschen underground, so wie bei meiner Musikwahl auch immer gerne weg vom Mainstream. Ich höre natürlich auch gerne mal Taylor Swift und so, tun wir alle, aber meine Nische, die gefällt mir schon sehr gut. Solange Leute meine Rechnung bezahlen, ist das okay. Sehr schön. Ja. Doch, machen wir ja auch gerne. Ja, ja. Und weiß nicht, also wenn du natürlich mal mich einlädst zu so einem Crossover-Event oder so, da bin ich natürlich wieder dabei. Ja klar, natürlich. Ja, jetzt will man sich mit dir sehen lassen, ne? Natürlich. Also auf jetzt einmal. Als Preisträger, bester Non-Mainstream-Streamer der Welt. Der Welt, genau. Der absolute der Welt des Jahres, ja. Ja, also falls du mal wieder ein Last Bean Standing ansteht, ne, call me. Auf jeden Fall. Da hast du ja dich schon bis ins Finale geschlagen. Ja. Jetzt hast du gewonnen, also es wird nur besser. In der Zwischenzeit, was ist passiert in der großen Welt von Warcraft 3? Wie sieht's aus mit der Liga? Ich habe letztens mal gecheckt, wir haben uns ja wieder neu angemeldet, ich hoffe du auch. Ja. Aktuell ist noch keine neue Liga am Start, dürfte aber relativ bald der Fall sein, nehme ich mal an. Absolut korrekt, da müssen noch ein paar Placement-Matches und Relegations-Matches gemacht werden. Dann gibt es auch sehr bald die Auslosung. Mitte März war, glaube ich, die Ansage. Das ist ja dann auch in 2 Wochen. Wann startet die Season? Nächste Woche oder schon Mitte März? Wie sieht's aus? Mitte März, ja. Also da dann bald die Auslosung. Dann werden wir auch wieder zur Maus und Tastatur greifen. Aber was ist passiert? Natürlich gab es eine Menge E-Sport. Wir haben unsere deutsche Liga jetzt in die Finals gebracht. Die starten in 2 Wochen. Das wird geil. Was gerade sehr Hype ist, Florentin, das hast du vielleicht verpasst, ist etwas, was hier in diesem Format gestartet ist und jetzt die Warcraft-Welt im Sturm erobert. In keinster Weise habe ich das verpasst. Ich habe das sehr interessiert mitverfolgt, auch bei dir in der letzten Zeit in Streams, nämlich der gute alte Warcraft 3 Speedrun. Es geht darum, wie schnell kann man den Computer schlagen. Da haben sich schon einige Größen auch beteiligt und haben wirklich gute Bestzeiten abgeliefert. Und das Ganze ging los bei Flutschfinger, der ein ordentliches Preisgeld ausgeschrieben hat für den schnellsten PvE-König quasi in Warcraft 3, der es also schafft, die KI zu besiegen. Hast du es mittlerweile geschafft, mal die KI zu besiegen? Florentin, natürlich habe ich das geschafft. Ah, super, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Weißt du, nur Erfolge hier auf diesem Channel. Ich habe mal das Dokument vorbereitet. Die Regeln sind wie folgt. Flutschfinger hat es ja letzte Woche auch hier im Format vorgestellt, als er dich vertreten hat, als du mal wieder Wichtigeres zu tun hattest. Man pickt eine Race, Human Orc, nach Death Undead, und dann ist das Ziel Computer Insane,
so schnell wie möglich zu schlagen. Mit welchen Mitteln auch immer, ist egal. Welche Rasse der Computergegner hat, ist auch egal. Es geht nur um die selbstgepickte Race. Die Map kann man sich auch aus dem W3 Champions 1 gegen 1 Pool aussuchen. Von daher da auch freie Wahl. Der beste Human ist momentan Dice. Den kennt man natürlich so aus unseren Weekly Cups und so. 3 Minuten 13. Snack aus der Community. Direkt dahinter, gleiche Zeit. Da geht es schon um Millisekunden. Bester Ork ist, glaube ich, wieder Kevin, aber eine Sekunde nur vor Penguin. Also, da können auch die Casuals mit den Pros mithalten. Kevin hat auch die Rekordzeit bei den Night Elves. 5 Minuten 53 ist insane. Aber am schnellsten geht's natürlich mit den Undeads. Da kann man einfach alles, was man hat, direkt rüberschicken und mit Acolytes die Base zerbomben. Und da sind wir unter 3 Minuten gelandet. Wow. Und ich bin auch in den Top 10 mit 3 Minuten 9. Nicht schlecht. Du hast aber auch richtig gegrindet. Also da hast du wirklich jede einzelne Sekunde nochmal runtergehobelt. Nicht schlecht. Es ist der frühe Ghoul wahrscheinlich und die Akolyten, meinst du, machen auch gut Damage. Und dann baut man fast die gesamte Base auch in der gegnerischen Base, habe ich gesehen. Ich bin da noch nicht so ganz auf dem Meter von den Leuten, die so um 3 Minuten rumschwirren. Man braucht eigentlich keine Base, man braucht nur ein Ziggurat und ein Altar, weil man braucht einen Tinker. Und das war's. Und den Rest macht man mit Akolyten. Ja, geil. Interessant, dass Night Elf da so weit hinten liegt, ne? Wahrscheinlich wegen den Wisps, weil die nicht angreifen können. Ja. Und dann muss man natürlich erstmal alles bauen. Wie sieht's mit Helden aus? Der Tinker war da sehr beliebt, habe ich gesehen. Ist der immer noch Meta? Soweit ich weiß, ist Tinker zumindest bei den Undeads immer noch Meta, bei den Humans wahrscheinlich auch. Also die großen Unterschiede in der Zeit kommen natürlich daher, dass der Computer Insane berechnet, ob das Gebäude, was er gerade baut, fertig wird oder ob da zu viel Damage draufkommt. Und mit Wisps, logischerweise, kann man nicht großartig angreifen. Der Peon ist auch leider zu langsam, um rechtzeitig die Gegnerbase zu erreichen. Mit Militia geht das natürlich toll, dann kann man auch Tower bauen. Und mit Ghouls und Acolytes, die eh auch schnell sind, geht es auch ganz gut. Dementsprechend so zwei Kategorien gerade mehr oder weniger in diesem Speedrun. Und Tinker hat natürlich seine Pocket Factory und die kleinen Goblins, die da rauskommen, die haben A, erstmal normaler Schaden, der sehr gut ist gegen Gebäude. Und dann explodieren die auch noch mit Siege Damage, was natürlich auch nochmal toll ist für die Gebäude. Also Tinker ist schon bisher Number One Pick. Und die Gegnerrasse, was hat sich da als am effektivsten durchgesetzt? Oder gibt es da Unterschiede in den Bestzeiten? Bei Undead und Human ist es Night Elf, weil da man den Moonwell ganz gut canceln kann. Mhm. Und bei den anderen beiden Races weiß ich es noch gar nicht genau, weil die Replays ja noch unter Verschluss gehalten werden. Der ganze. Ja! Also ich habe nur ein paar Undead-Replays gesehen, weil wir uns da so eine kleine Chatgruppe aufgebaut haben. Mit Undead-Speedrunnern. Dementsprechend hat sich da recht schnell ein Meta entwickelt. Die anderen Races sind noch unter Verschluss und werden dann irgendwann auf diesem Channel hier revealed, in einer großen Speedrun-Gala. Weil der Contest läuft ja noch 2 Wochen. Spannend, ey. Aber ja, muss ich mal überlegen, ob ich da auch Bock hab, da mal so ein paar. Ja, hau doch mal rein. Finde ich nicht schlecht, ja. Also, wenn du jetzt mit Night Elf da reinballerst, dann bist du ja automatisch unter den Top 5. Ja, klar. Dann haben wir erst 4 Einsendungen. Und dann, also, dann können wir vielleicht auch mal ein Rennen machen. So, jeder mit allen Races und wer das am schnellsten schafft. Ist natürlich auch die Frage, welche Map man nimmt, ne? Also du hast ja, das ist ja ein relativ großer Map-Pool, den ich da gesehen habe. Also es sind ja nicht nur die klassischen Liga-Maps, sondern wirklich einfach eine 1v1-Pool-Map. Ja, der W3 Champions 1 gegen 1 Map-Pool, da haben wir dann so kleine Experimente gestartet, wie lange braucht ein Ghoul, um über die Map zu laufen? Und da haben wir festgestellt, genau. Ruins of Ashara hat die kürzeste Rush-Distance. Dann haben wir auch recht schnell festgestellt, Echo Isles hat auch eine ganz gute Rush-Distance, aber da ist ja die Taverne so in der Mitte. Und man muss ja auf jeden Fall zur Taverne, um den Tinker zu holen. Deswegen ist der Weg dann so ein V. Von seiner Base Mitte ein bisschen weiter unten und dann wieder schräg hoch. Das dauert zu lange. Dann braucht man eine Map, wo die Taverne halt so auf dem Weg liegt. Und dann ist uns die Idee gekommen, hör mal, hier auf Concealed Hill. Da ist doch die Taverne so dicht an der Gegnerbase. Stimmt. Mhm. Dann lass uns doch mal Concealed Hill versuchen. Und das funktioniert sehr gut, aber auch interessant. Ich muss jetzt wieder auf die Undeads gucken. Da
ist ja Dice gerade vorne. Ich glaube, der spielt Concealed Hill. Der X-Play, der aber Zweiter ist, mit einer Sekunde dahinter, der spielt, glaube ich, soweit ich weiß, auf Ruins of Ashara. Also, kann man da variieren? Hm. Ja, spannend auf jeden Fall. Interessant. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz feine Kiste. Und da gibt es täglich neue Rekorde. Das Ganze abgedatet von Flutschfinger und Helpstone. Das ist wirklich, wirklich gut. Und unser Webmaster, Captain Threepwood, der hat gerade in meinem Chat gesagt, es gibt auch bald ein Replay-Upload-Tool. Dann wird das Replay analysiert quasi. Und dann muss das nicht mehr von Hand eingesandt werden, sondern man kann es einfach uploaden und dann wird es automatisch mit einer Bestenliste erstellt. Wäre natürlich dann auch interessant zu sehen, wer dann wirklich, weil dann irgendwann jetzt in 2 Wochen wird es ja wahrscheinlich dann nicht mehr um Sekunden gehen, sondern um Millisekunden drunter, wie man das dann genau misst. Ich habe das ja damals mit dem Level 2 Speedrun, als wir einen Speedrun gemacht haben, wer kriegt als schnellsten Level 2 und so. Da war es teilweise gar nicht so einfach, weil die Ingame-Zeit da manchmal ein bisschen betrügerisch ist und auch bis das Spiel startet, unterschiedliche Ladezeiten und so manchmal mit drin sind. Also das ist dann schon schwierig, aber das kriegen die bestimmt hin und dann wird es wahrscheinlich am Ende auf die Frames ankommen, wenn man da das ganz oft probiert und irgendwas man wirklich perfektioniert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da in 2 Wochen rauskommt und ob da nochmal große Sprünge stattfinden und sehr, sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Finde ich immer cool. Ja, gibt auch ein bisschen Preisgeld. Auf Match Arena wird da gerade gesammelt. Der erste Platz kriegt jeweils $15, der zweite und dritte Platz $10. Und man darf nur für das Preisgeld, muss man sich für eine Rasse entscheiden. Also ist jetzt nicht so, dass Dice hier alles abfarmen kann und am Ende damit 60 Tacken nach Hause geht, sondern man muss sich für eine Race entscheiden, wo man einsendet quasi und dementsprechend kann da ein bisschen Kohle unter der Community verteilt werden. Das ist sehr, sehr schön. Cool. Ich überlege auch schon jetzt, was jetzt angehen würde, aber ja. Dann, wird das eine feine Sache. Was ist mit dem guten alten Cryptlord gewesen? Den habe ich ja damals gern genommen. Aber der Undead kann natürlich seinen Altar nicht in die Gegnerbase bauen, ne? Dann muss der einmal durch die Gegend laufen. Korrekt. Ist natürlich einfacher bei den anderen Rassen, die könnten ihren Helden direkt in der Gegnerbase auch bauen. Ja. Ja, blöd. Und der braucht natürlich auch Leichen für seine Käfer. Und wenn man gegen Nachtelf spielt, dann ist er ja gar keine Leiche, weil der kriegt sein Engine of War ja schon mal gar nicht hoch. Ja, und die Wisps hinterlassen keine Leiche. Und das ist dann natürlich ein kleines Problem. Aber mit so bin ich auch angefangen. Dann waren wir auch mal kurz beim Firelord. Dann sind aber die brauchen halt Hits auf Units. Und dann sind dann irgendwann keine Units da. Und Piercing Damage gegen Gebäude ist auch nicht so geil. Wir haben noch Beastmaster ausprobiert, ob der Bär gut ist. Ja. Aber nicht so gut. Also die Explosionen von den kleinen Tinker Clockwork Golems, die sind halt das Ding so. Ja. Vor allem, wenn du die zwischen 2 Gebäude kriegst, ne? Ich weiß nicht, ob das immer geht, aber das ist natürlich ideal, wenn genau die zwischen 2 Gebäuden. Genau das haben wir auch gemacht, aber der Dice, der wusste es gar nicht. Da bist du schon ein bisschen flinker unterwegs als einer der besten europäischen Spieler. Ist schon ein guter Ansatz, Florentin. Ja, naja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber es gibt natürlich auch noch andere Arten, Warcraft 3 zu spielen, als immer wieder gegen den wahnsinnigen Computer anzurennen. Und zwar natürlich die gute alte Creep Camp Liga. Und da gibt es natürlich auch das groß lang erwartete Pokalfinale. Janis, erklär mal bitte, was ist denn eigentlich genau der Pokal? Wie funktioniert das? Und warum habe ich da noch nicht mitgespielt? Ja, das musst du dich mal selber fragen, warum du da noch nicht mitgespielt hast. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich die Einladungen bekommen. Liga-Pokal ist immer getrennt von der Liga. Da wird man dann in ein Bracket geschoben, was zu einem MMR passt. Beziehungsweise, das ist vollkommener Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Alle sind in einem großen Pokal, die in der Liga teilgenommen haben. Und das läuft auch nicht so oft, immer so einmal, zweimal pro Jahr. Dauert natürlich auch eine Weile, wenn alle Spieler aus allen 23 Ligen, die wir in der Liga haben, in einem großen Bracket sind. Da muss man Termine finden und so weiter. Aber nach Ewigkeiten des Turniers haben sich 2 durchgesetzt. Und das sind 84 und Changer, die kennen wir beide noch aus der ESL-Meisterschaft, die kennen wir jetzt auch aus der Inferno-Liga und das wird auf jeden Fall ein interessantes Match. Beide sehr gut im Saft, würde ich sagen. Beide auch jetzt nicht unbedingt die stringentesten Follower der Meta. Also wenn hier jetzt gleich ein Bloodmage First auftaucht oder mal ein Cryptlord First, dann würde ich mich jetzt nicht so doll wundern. Ich bin gespannt.
Das ist Human Undead dann, ne? Wenn ich mich Korrekt. Richtig erinnere. Ja. Ja. Geil. Und das Ganze ist Best of 5 oder Best of 3? Das Ganze ist, soweit ich weiß, Best of 5. Aber das könnten wir auch noch mal... Nur Finale Best of 5. Jo, der Felix Helfenstein. Hi. Er trägt seinen Namen absolut korrekt. Stark. Es ist eine große Ehre, dass wir das hier übertragen dürfen und casten dürfen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht, auf welchen Maps gespielt wird und was aktuell passiert ist. Vielleicht lerne ich ja auch ein bisschen die neue Meta. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht da. Wahrscheinlich jetzt komplett unterschiedliche Helden werden gespielt. Es ist alles ganz verrückt. Wir sehen ganz viele Necromancer. Ich bin gespannt. Tatsächlich, du, jetzt bist du hier so am Rumulken, aber in letzter Zeit sehen wir tatsächlich vermehrt in diesem Matchup Necromancer. Mhm. Ja. Also, interessant. Ich hab's ja auf Valetta schon immer gespielt und jetzt hat Happy das auch angefangen zu spielen gegen Late Game Human. Noch nicht so ganz mit Erfolg, würde ich sagen, aber... Aber mit Spaß. Aber, ja, klar, von Happy kennt man das ja. Der spielt ja WC3 sowieso nur zum Spaß. Die spielen aber nicht random jetzt, oder? Nein, 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 die müssen noch wehtun. Würde mich sehr wundern. Ich glaube, ich habe die noch nicht off-racen sehen. Wobei ich von Changer mir erwarten würde, dass er eine ganz gute Off-Race hat. Aber das wird, ja, da ist der 84 schon mit Undead. Der produziert ganz guten Content hier für uns auf dem Channel, der 84. Letzte Woche hat er schon abgeliefert im Halbfinale. Und jetzt halt im großen Finale gegen Changer. Das ist schon so das Beste, was die Liga zu bieten hat. Geil. Ich bin gespannt. Sind natürlich, die sind dann alle auch in Liga 1, nehme ich mal an, die beiden. Ja, 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 ja. Also ja, ja, ja. Changer ist auch in der Inferno Liga 1. 84 ist jetzt in der nächsten Rele zur zweiten Season für Inferno Liga 1. Und 84 ist auch noch im Rennen um den Pokal in Liga 1, hier in der Creep Camp Liga. Also, da es geht, also so mit deutschen Warcraft, da gibt es jetzt nur eine Handvoll Spieler, die noch besser sind. Ich glaube, ich höre immer ein bisschen Musik, während du redest. Nö. Kann das sein? Ich hatte heute schon ein paar Audio-Probleme. Das kann durchaus sein. Kann es sein, dass du so einen Background-Score hast mittlerweile für dein eigenes Leben? Dass immer, wenn du redest, hast du so epische Musik im Hintergrund. Ist das jetzt besser? Ich würde es ja passend finden. Das ist auch das Geschenk, das man kriegt, wenn man den besten Non-Mainstreamer-Award des Jahres gewinnt. Mhm. Dann wird man immer von so einer epischen Musik begleitet. Na klar, das wäre natürlich fein. Hast du das jetzt immer noch? Wenn ich jetzt die ganze Zeit rede und rede und rede? Nee, jetzt nicht mehr. Gut, dann habe ich... Jetzt ganz normaler, trockener Jannas. Trocken? Ohne epische Untermalung. Ja, also, es wäre natürlich fein, wenn so ein Orchester mich durch mein Real-Life begleitet. Ja, auf jeden Fall. Oder so eine schöne Marching-Band, so eine schöne Spielmannszug. Ja, wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass ich finde, dass Bayerisch klingt wie eine Tuba. Was ist dein Statement dazu? Wie eine Tuba? Ja, Yo. Doch, kann ich verstehen. Es hat auf jeden Fall was Gesetztes, was Bassiges, was Dröhnendes. Doch, finde ich einen guten Vergleich. Stark. Yes! Zustimmung von Florentin Will bei Quatschtheorien. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, wir haben einen Join-Bug. Ich bin rausgeflogen, ja. Ich auch. Tja, dann starten wir doch alle mal neu. Und gucken, ob das jetzt beim nächsten Mal klappt. So muss das doch sein. Das gehört doch dazu. Haben wir jetzt mit einer anderen... Jo, ist mit 2-2 jetzt. Ach, du bist schon da. Ja, du, heftig. Mal, ich verstehe das doch. Ich kenne euch doch. Ich bin doch Codemaster. Ja, bei mir hat Changer auch ganz schlechten Ping. Ja. Also das rote Symbol. Das kann aber auch manchmal nur ein Anzeigebug sein. Ein bisschen Musik hast du, glaube ich, doch noch im Hintergrund. Aber ist okay. Ich gewöhne mich dran und ich mag's. Aber warum denn? Das kann doch nicht... Schon okay, schon okay. Warcraft 3 ist ein episches Spiel. Es sind epische Schlachten, die da ausgetragen werden. Da kann man sich auch mal so ein bisschen orchestralen Hintergrund da wünschen. Schon okay. Warte, warte, ist es jetzt? Jetzt müsste es besser sein. Jetzt soll das gehen. Ja, doch. Klingt erstmal gut. Ja, okay, das hast du gerade auch schon gesagt. Dann war es natürlich. Auch wenn ich wieder rausgeflogen bin. Ja, es wurde neu gehostet, um diese Connection zu fixen. Dann kann ich vielleicht noch mal ganz kurz was pluggen, was nach diesem Stream
passieren wird, weil ich wurde eingeladen zu einer Charity-Veranstaltung. Help.exe, die sammeln immer fleißig Geld für die Kinderkrebshilfe. Und da werde ich heute mit meinem guten Kumpel DM Shorty Octodad spielen. Das ist so ein Koop-Spiel, wo der eine Spieler die linke Körperhälfte steuert und der andere Spieler die rechte Körperhälfte. In sowas bin ich ultimativ schlecht. Wir haben sechs Stunden. Wo kann man das Ganze sehen? Auf help.exe hier auf Twitch. Und also es kann, ich bin ja wirklich auch ein schlechter Gamer und habe keine Koordination. Und ja, das, du bist unter den Top 10 der Undead Speedrunner, okay? Für den Wahnsinnscomputer. Das heißt, hier schlechter Gamer. Ja, gut, dafür musste ich das aber auch so 100 Mal ausprobieren. Und ich habe dieses Octodad noch nie gespielt. Ich habe noch nicht eine Kontrolle gemacht. Und wir haben 6 Stunden Zeit. Ich bin gespannt, ob wir das heute hinkriegen und dafür noch eine Mark für einen guten Zweck sammeln. Du kommst ja aus Norddeutschland, mit Oktopussen kennst du dich doch aus. Da hast du doch, bist du doch zur Schule gegangen mit so einem. Das wäre cool, dann wäre einem nie die Tinte ausgegangen beim Lami-Füller. Die Tinte wird heute wahrscheinlich auch nicht ausgehen, dem guten Changer, der hier als tiefblauer Human natürlich auch auf Oktopusjagd geht, hier auf Titan. Das, da will er mal schön die Angel ins Wasser halten. Als blauer Human hier ganz am Anfang dieses Best of Fives, frisch, knackig und voller Energie, als Human oben auf Titan. Das. So nämlich. Und auf der anderen Seite, während mein Overlay noch nicht da ist, aber gleich, und ich dich noch ein bisschen hier rumschieben muss, so, da haben wir die tollste Rasse und der Spieler dieser tollsten Rasse in einem wunderschönen Bananengelb, ist 84. Hä? Absoluter Traum. Was war das für ein Traum? Abfälliger Kommentar. Magst du die Undeads nicht so gerne? Ach nee, ach, absolut. Ich finde das in Ordnung. Ich mag das immer, wenn diese Matchups dann auch ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte haben. Und da finde ich, Human gegen Undead passt einfach immer am besten so. Dieses klassische, irgendwie die Geißel gegen Lordaeron irgendwie. Da bin ich immer großer Fan davon. Ich mag das auch immer, wenn das rollenspielerisch einen Sinn ergibt. Und da haben wir natürlich auch als Anführer der Undead-Armee hier den Lich auf der Seite, was natürlich auch auf eine Fast-Expansion hinweisen könnte. Da will sich jemand auf jeden Fall eine Menge Krabbensalat gönnen und dafür braucht es viel Gold. Krabbensalat, wer liebt es nicht? Eine schöne runde Granat. Absolut korrekt, Lich Fast Expansion. 84 hat sonst mal relativ viel Cryptlord gespielt. Der ist jetzt auch noch in seinem Repertoire, aber nicht mehr so häufig. Da ist viel mehr Variation drin bei 84. Versuch's gar nicht erst mit Dreadlord, hab Knoblauch geschält. Richtig, im letzten Inferno-Statement wurden da 20 Knollen durchgehauen. Aber macht er ja auch nicht. Von daher hat das Knoblauch entweder schon geholfen oder wurde umsonst geschält. Ja, was hilft denn gegen Geister eigentlich? Oder was hilft denn gegen Lich? Also gegen Vampire, klar, Knoblauch. Ich glaube, gegen Lich irgendwie sowas wie ein Salzkreis oder sowas. Gegen Geister so ein Ouija-Board oder was macht man da? Das ist eine gute Frage. Ich habe selten Exorzismen begangen. Ja, so ein Bannkreis wäre wahrscheinlich toll. Und also der Lich, der arbeitet ja viel mit Kälte. Vielleicht mal die Heizung auch aufdrehen. Ah, ja, finde ich eine gute Idee. Was war denn nochmal Salz? Waren das Schnecken oder waren das so? Ich weiß auch nicht genau. Irgendwas war doch Salz. Salzkreis gegen irgendwas gut, oder? Ja, also wenn du Salz auf Schnecken streust, dann schmilzen die. Ja, du kannst aber auch das versuchen, einen Hasensalz auf den Schwanz zu streuen. Dann geht der auch weg. Wow, okay. Na gut, wir sehen hier auf jeden Fall die Fast Expansion, währenddessen Changer am Goblin Laboratory hier unterwegs. Und manipuliert hier die Creeps, lockt die erstmal raus, Klingelstreich, lässt die erstmal schön um Block laufen, um dann denen in den Rücken zu fallen. Ich find's gemein, aber es funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ob er von dieser Expansion schon weiß. Er wird sie wahrscheinlich schon riechen. Der schöne Meereswind treibt ihm diesen Fäulnisgeruch schon mal aus dem Osten in die Nase. Aber was macht er dagegen? Das ist eine gute Frage. Entweder dagegen expandieren oder vielleicht zu so einem Tier 2 Rifle Push ansetzen. Aber erstmal wird hier in der Mitte ein bisschen gefightet. Changer hat sich hier gedacht, jo, da renne ich mal rüber einfach und cancel die Undead Expansion, weil die Haunted Goldmine, die ist ja immer relativ gut angreifbar, aber die ist doch gar nicht da! Beziehungsweise war es nur ein Fake? Es war nur ein Fake! Fake Expansion und dann kriegt er schon mal hier schon mal eine gute Nova raus. Und der Wasserelementar natürlich auch langsam. Er muss ihn hier über Wasser bewegen, da bewegen die sich schneller. Das wäre schön, nicht wahr? Oder wenn sie dann noch größer werden, wäre auch eine feine Kiste. Der Narrow Tower ist gleich fertig, damit
Hä? Oh, die Königsblocks. Schön. Schön gemacht hier. Damit geht der Ghoul down. Lich hat auf jeden Fall noch ein paar Probleme hier. Down auf 50%. Könnte sich heilen mit dem Ritual Dagger. Braucht dafür ein bisschen Zeit. Und die gibt Changing aber noch gar nicht. Aber schon Level 3. Hat ja auf jeden Fall schon mal die dicken Wasserelementare. Was sind das? 250 Liter oder was? Da ist auf jeden Fall einiges mit dabei. Die er da schon da um die Gegend wuchtet. Und die Footmen haben hier erstmal keinen Spaß. Aber der Lich ist angeschlagen. Footmen haben auch, glaube ich, selten Spaß. Jetzt müssen sie allerdings nach Hause. Schön zum Hof. Sich da ein bisschen aufpäppeln. Weil der Archmage, dem geht's nicht gut. Und der gibt das Kommando. Bisschen unfreundlich. Ich glaube, der Archmage würde nicht followen, wenn die Footmen sagen, lass mal nach Hause gehen. Ey, finde ich gemein. Er hatte jetzt noch die Boots auf Kel'Thalas. Die verkauft er schade. Denn je mehr Beweglichkeiten er hält, desto schneller bewegt er sich auch. Und die hat er jetzt allerdings verkauft. Hast du das gerade mit Dota verwechselt? Yeah. Dota ist auch nicht so. Oh, okay, also. Ja. Das ist in der Tat seltsam, ne? Kriegt man keinen Movement Speed auf Beweglichkeit. Und auch keine Dodge Chance. Ich will dich nur testen, Janis. Ja. Ist das jetzt schon ja, Janis Kannis? Wie hast du dich weiterentwickelt? Und ich sag mal so, um eine Einheit, die sich bei Janis Kannis heute dreht, sehen wir schon auf dem Feld. Wie, Janis Kannis gibt's auch noch? Wir haben doch hier noch... Ist ja, na klar. Ja, aber wieso? Ich hab doch... Das will ich nicht. Wie, du glaubst, du jetzt gewinnst hier einen Preis und bist dann unantastbar? Nein, wer es kann, muss sein Können natürlich jede Woche erneut unter Beweis stellen. Ja, da könnt ihr euch ja natürlich schon mal drauf freuen, dann später, wenn hier das Finale durch ist. Kann natürlich nach 3-0 vorbei sein, kann aber auch extrem lange gehen, sodass wir dann am Ende leider keine Zeit für das Quizformat mehr haben. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja gut, aber ein langes Spiel wird es nicht, denn es gibt keine Expansion hier von 84. Das war tatsächlich alles in allem einfach nur ein Klingelstreich. Der Nerub Tower plagt sich hier mit dem Wasserelementar, macht hier extra Bonusschaden, denn Frostangriff macht mehr Schaden an Wassereinheiten. Das ist ja nicht mal bei Pokémon so, das ist ja nirgendwo so. Wo hast du das denn jetzt doch hergeholt? Klar. Frost ist besser. Ne, klar, Frost macht mehr Schaden gegen Wasser bei Pokémon. So ein Quatsch! Sicher. Lapras gegen Shiggy? Absolut OP. Chat, kann das mal jemand hier sagen, dass das Quatsch ist? Ja, wogegen ist Wasser, Eis denn sonst gut bei Pokémon? Gegen Drachen. Ach, das ist ja Quatsch. Das ist kein Quatsch. Quatsch hier. Wir können mal ein Pokémon-Battle machen. Ja. Okay, währenddessen cool. Battlen die Ghoule hier komplett alleine den Meeresjäger hier kaputt. Machen die ganz alleine, da brauchen die gar keinen Held. Nur das Item können sie nicht aufnehmen. Dafür kommt der feine Herr Kalnijai Deathknell dann doch vorbei fürs Item. Na, danke. Ja, Kalinai Deathknell. Wurde übrigens gesagt, Eis ist uneffektiv gegen Wasser. Ja, aber das ist jetzt Quatsch. Ich rede ja von der ersten Edition. Das hat sich vielleicht geändert. Ah, okay. Was sich auch geändert hat, ist der Zustand vom Nerub Tower. Da war das Wasser auf jeden Fall sehr erfolgreich gegen. Steter Tropfen höhlt das Ziggurat, sag ich mal. Damit da keine Defense mehr. Und 84 auch Supply blockt. Lich im Bedrängnis. Archmage im Bedrängnis. Oh, 13 AP! Die Unglückszahl, die Boots of Speed tragen ihn nicht weit genug und er muss hier weg-TPen. Ist ein wilder Schlagabtausch. Ist ein wilder Schlagabtausch hier. Keiner hat eine Expansion. Keiner kann sich groß erlauben, hier viele Units zu verlieren. Beide auf relativ niedrigem Supply und beide auch auf ähnlichen Leveln. Aber jetzt natürlich der Lich voll HP, der Archmage nicht. Der muss aufpassen, denn Nova lauert immer hinter jeder Ecke. Und er will sofort wieder auf die Map, kauft sich keine TP-Scroll nach, sondern einfach nur eine Potion of Healing. Schön irgendwie die Capri-Sonne noch in die Tasche gesteckt für unterwegs. Kann wieder raus, kein Problem. Begrüßt seinen guten Kumpel Buri Frostbrett. Biert. Er gibt wesentlich mehr Sinn. Und jetzt sind sie zu zweit unterwegs. Ja, schau. Da schwingt er den Hammer mal wieder. Das könnte sehr effektiv sein im Laufe des Spiels. Ghoule auch sehr angeschlagen vom Creeping. Und das lauert... Da lauert der Archmage natürlich direkt hinter der nächsten Ecke. Und langsam, aber sicher mache ich mir hier Sorgen um 84's Late Game. Slaughterhouse wird hier angegangen. Wird vielleicht gerade noch fertig. Die Ghoule auch schon hart angeschlagen hier. Da kann auch ein bisschen was rausgenommen werden. Slaughterhouse wird fertig. Aber nicht repariert. Das? Oh, der Mountain King, der blockt. Oh, der blockt ihn. Frostbeard. Oh, schön. Schönes Game. Mittlerweile auch da. Einiges an Damage. Lich jetzt am Start, um da ein bisschen zu helfen, aber ich sag mal so, der Damage ist dann, ne? Keine Statues, keine Destroyer.
Oh, das dauert so lange, bis jetzt hier das Slaughterhouse kommt. Wenn es denn überhaupt kommt. Richtig, richtig toll von Changer. Der hat jetzt zwar nicht so viel, aber dafür hat er 1000 Gold, hat auch einen Surround und kein TP auf dem Lich. TP. Coil ist gleich wieder verfügbar. Ist aber nur Level 1 Coil. Kriegt aber einiges an Damage raus. Man sollte ja eigentlich niemals in einer Undead Base kämpfen. Jan, das habe ich mal gelesen. Ja, Spiegel. Das muss dir ein sehr, sehr weiser Mann gesagt haben. Mhm. Der vielleicht ganz viel Ahnung hat von diesem Spiel. Ja, und jetzt T3 hier. Orb of Corruption ist da, aber sonst nix. Also das hat sich jetzt nicht so super gelohnt. Jetzt muss er wirklich, er muss erst Slaughterhouse bauen, dann muss er eine Statue bauen, dann muss er das Destroyer-Upgrade bauen. Also drei Dinge müssen jetzt noch passieren, um überhaupt einen Destroyer zu haben. Damit er diese Wasserelementare, der den Stecker ziehen kann. Bis dahin sind die erstmal da. Wasserschaden. Habe ich auch gerade in meiner Wohnung. Schön durch die Decke gekommen. Alles schimmelt. Super nervig. Aber ist nicht so wichtig. Weiter geht's. Der Temple of the Dead steht auch gerade als Baustelle parat. Wird aber angegriffen. Da wird das Gerüst abgebaut. Da wird gewackelt hier am Zementmischer. Aber da wird auch noch gut verteidigt hier von den Undead-Kräften. Der erste Fiend ist da und haut drauf. Ja, der Glaube hält den Tempel zusammen. So sieht's aus. Wasserelementar geht drauf und damit kann der Tech noch geswitcht werden von wahrscheinlich Destroyer, die mal angedacht waren, auf Banshees, Fiends und Statues, die man natürlich eh immer braucht. Und damit sehen die Erfolgschancen von AD4-Spielern ein bisschen besser aus. Aber natürlich braucht er auch immer noch extrem viel Zeit und ich weiß nicht, ob Changer ihm die geben will. Ja, Doppelhorst gebaut, jetzt schon vier in der Luft. Sind natürlich, ja gut, nicht so gut gegen die Fiends, aber relativ gut gegen die Helden. Ja, und auch gegen Fiends. Darf nur kein Web kommen. Ja, und auch gegen die Necromancer auch ganz gut eigentlich. Oh. Ja, geht so, weil Necromancer, also wir gehen mal von dem Fall aus, dass Changer AD4 jetzt noch ganz viel Zeit gibt und wir Cripple sehen. Cripple auf Griffins macht die quasi nutzlos. So viel Damage Mitigation. Dann sind die auch noch ultra langsam. Das ist schon der Hardcounter. Okay, interessant, ja. Wenn das klappt. Jetzt haben wir hier auch noch Aureus the Pure mit dabei. Paladin kann hier so ein bisschen heilen. Wir haben allerdings immer noch kein TP nachgekauft hier von Changer. Also wenn die Nova Coil mal an die Tür klopft, dann hat er vielleicht ein Problem. Aber er hat ja Holy Light mit dabei. Jetzt kommt es hier zum Zusammenstoß. Die erste Statue wird sofort rausgefokust. Da sind die Greifen natürlich fantastisch. Aber der Bartträger ist in Gefahr. Kopf was? Was? Was mit mir? Der Bartträger ist in Gefahr. Aber du hast ja kein Frostbart. Aber jetzt, guck, jetzt haut er hier die ganzen Necromancer kaputt. Aber kommt nochmal weg gerade. Aber gegen die Statues natürlich auch sehr gut. Ne? Der Undead hat immer mindestens zwei Statues. Dann kannst du immer mindestens zwei Einheiten kaputt machen mit deinen Greifen. Freust du dich schon mal. So ist es. Man kann natürlich auf dem Boden auch nicht geblockt werden, weil die fliegen natürlich. Und die Expansion von AD4 muss abgebrochen werden. Die Expansion von Changer, die ist gleich fertig. Paladin hat einen Mana Stone. Das gefällt ihm natürlich sehr gut. Jetzt auch Level 3. Wie ist denn dieser Paladin schneller gelevelt als der Mountain King? Absolut. Ja, der wurde einmal weggestarft mit im Kampf. Da war der schön zu Hause. Homeoffice gemacht. Da hat man natürlich an der Front mehr Erfahrung sammeln können. Da freut er sich. Und das hält jetzt auf jeden Fall die Human Armee gut zusammen hier. Dieses Holy Light kostet ja auch nur 60 Mana. Tja, und man kann es einfach spammen. Man hat die Brilliance Aura, man hat den Mana Stone. Da wird der Gute nie in Probleme kommen. Jetzt der Mountain King auch Level 3 und damit hat Changer doch schon fast das perfekte Setup. Einfach mehr greifen, dann jetzt noch gleich ein paar Upgrades da drauf. Dann die Helden, eine große Mana Potion kriegt er auch noch. Und der Archmage mit seinen zwei Klauen, der haut ja auch noch mal richtig drauf. Der Einzige, der AD4 jetzt noch helfen kann, ist Gorgonosh, der Pitlord. Ich hätte nochmal einen Hammer an den Kopf hier, der Necromancer, aber Mana ist das Stichwort. Level 2, Brilliance Aura, plus Mana Stone, plus Mana Potion, alles da. Da müssen viele Coils fliegen, um diesen ganzen Schaden wieder irgendwie auszugleichen. Weil Holy Light kann man natürlich auch offensiv einsetzen, wenn man möchte. Muss man nicht. Korrekt, man hat die Wahl quasi. Oh, jetzt gibt es auch noch Curse hier. Er baut auch noch Banshees. Das heißt, er will die Greifen sowohl cursen als auch crippeln, sodass die wirklich gar nichts mehr machen. Und Howl of Terror kommt auch noch drauf. Also das ist ein Drittel Damage weg vom Howl. Das ist die Hälfte vom Damage weg vom Cripple.
Und dann auch noch Mischance. Und langsamer sind sie auch noch. Und vielleicht werden die nochmal geslowt von der Nova. Kannst du mal deinen Rechenschieber rausholen und mal gucken, wie viel Prozent dann noch übrig bleiben? Da kann Felix Helfenstein mir mal helfen. Für XP abgefarmt werden. Weiß gar nicht, ob Web am Start ist. Ja. Wahrscheinlich aber schon, ne? Das, ja. Da werden die dran denken. Wir haben aber leider noch keinen Cripple. Das ist ein bisschen das Problem. So, jetzt kommen sie hier durch die Luft über den Wald. Nehmen jetzt hier erstmal die Akolyten raus und dann darf er erstmal komplett den ganzen Weg wieder zurücklaufen. TP, nicht das beliebteste Item hier. Der TP-Aktienkurs sinkt hier rapide. Niemand will es kaufen. Aber der Preis ist natürlich teuer, wenn dann die komplette Base kaputt geht. Zum Beispiel auch diese Haunted Gold Mine. Das ist das letzte bisschen Income, was wir haben. Und wir sehen leider nicht die schöne Damage Mitigation Strategie. Changer holt das Ding. Sehr ungewöhnlich hier in diesem Matchup One Base zu sehen. Das ist nicht alltäglich, aber Changer gut Druck gemacht, immer wieder die Echsen verhindert, den Lich ganz gut kontrolliert und dann das Schiff nach Hause geschaukelt. War das der Kardinalfehler hier, wirklich die Expansion nur anzutäuschen, aber nicht tatsächlich umzusetzen, um dann langfristig nach hinten zu fallen, oder war es eine gute Idee? Das ist schon okay, wenn man dann sicher geht, dass man entweder mit dem Fake schnell taggt oder sicherstellt, dass dann später im zweiten Versuch die Expansion auf jeden Fall hochkommt. Alles dazwischen ist dann so, geht so. Und da hat Changer auf jeden Fall in der Mitte eine sehr gute Entscheidung getroffen. Da war ja so die Situation, wo er gerade vom Creep Spot am Lab kam und AD4 da so einen Fight forcen wollte. Ist aber gar nicht drauf eingegangen. Hat sich gedacht, ich habe hier nur ein Objective und das ist deine Echse und die mache ich platt. Und das hat 1A funktioniert. Und dann war es auch in Addition zu dem Slaughterhouse-Kill sehr, sehr schwer für AD4 dann noch irgendwie zurückzukommen. Ich glaube, das Einzige, was Changer jetzt machen muss, ist einfach nichts verändern. Ich glaube, das wird ihm sehr, sehr schwer fallen. Aber ich glaube, wenn er einfach nichts verändert, dann wird das auch eine feine Sache hier. Wir sehen jetzt hier Concealed Hill. Ja. Nicht mehr so viel Wasser. Aber es gibt einige Wasserwege auf jeden Fall schon. Wieder oben sehen wir als blauer Human den guten Changer schön. Die blauen Dachkacheln rausgelassen beim Baumarkt. Gute Entscheidung. Sieht gut aus. So, das gefällt uns. Genauso wie der Raid von Witty und Jumbos Sub. Die Map kenne ich jetzt natürlich wie meine Westentasche. Ich habe unzählige Stunden in den Speedruns auf dieser Map verbracht. Die Rush Distance ist gar nicht so lang, wie man meinen sollte. Von daher hoffentlich mal ein bisschen, also noch mehr Action als gerade eben. Das war schon sehr, sehr gut. Die Expansions sind aber sehr schwer zu creepen. Und da bin ich ganz gespannt, wie die Jungs das anstellen. Jetzt sehen wir hier den Mountain King von Changer. Er hat also tatsächlich was verändert, hat was gewechselt. Mal gucken, was hier auf der 84-Seite ist. Und auch er wechselt jetzt von Lich auf DK. Also der eine von exotisch zu normal, der andere von normal zu exotisch. Oder ist das Meta mittlerweile so weit verschoben worden, dass dich dieser Mountain King überhaupt nicht mehr überrascht, Jan? Tatsächlich auf dieser Map ist er, ich will nicht sagen Standard, aber unter den Exoten schon das Normalste. Man kann es auf jeden Fall ganz gut spielen. Warum auch immer. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, weil es ist eigentlich, sollte es nicht funktionieren, weil es ein schwerer Creepspot ist. Da braucht man eigentlich immer einen Archmage, damit er da hilft. Aber Mountain King auf Concealed, der kann gut leveln, der kann die Hämmer schmeißen. Da kann man auch wieder sehr gut auf Griffins gehen. Das könnte erfolgsversprechend sein. Bin aber äußerst gespannt, was hier AD4 auch mit dem DK anstellt. Weil das ist nun wirklich nicht normal. Er verkauft auf jeden Fall das TP. Keine Liebe für TPs bisher in diesem Match, muss man tatsächlich sagen. Hey. Wird eher verkauft, einfach das alte Altpapier nochmal schön weggebracht. Und jetzt möchte er hier anscheinend die Fast Expansion creepen. Aber darauf fällt doch wirklich niemand mehr rein, oder? Jetzt hier schon wieder die Expansion antäuschen. Ich lasse mich hier nicht hoppen. Ob das wohl ein Fake ist? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall schon ein großes Investment, weil dieses Camp hat Purge, das ist sehr gut gegen Skelette. Dieses Camp hat auch Gift, das ist sehr gut gegen Ghule. Und der Null Overseer, der haut natürlich auch gut rein. Changer war auch zur rechten Zeit am rechten Ort. Bisher macht AD4 das aber sehr gut. Micro alles weg, was angeschlagen ist. Und da ist auch kein Mountain King in der Nähe. Jetzt macht das aber anscheinend nicht gut genug, weil die Ghule sind zu angeschlagen, um diesem Null Overseer noch was beizuführen. Und braucht Verstärkung.
Du meinst, es wird der Doppelbambusel. Also erst die Expansion anzutäuschen, um dann das Antäuschen anzutäuschen. Ja, genau. Davon gehe ich aus. Der muss jetzt fast schon durchziehen, aber ich wollte gerade sagen, da ist kein Acolyte, der wird jetzt erst gebaut. Bisschen wirr alles hier. Aber so habe ich mir das genau vorgestellt zwischen den beiden. Ja, ähnliche Probleme hat Changer auch. Da ist auch eine Menge Gift hier unterwegs. Da wird es auf jeden Fall mal eine schöne Bepanthen oder schön auf die Brust gerieben bei den ganzen Peasants. Gegenseitig können die sich schön einreiben, damit man da mal wieder schön entgiftet. Oder mal so einen schönen Cleanse machen. So eine Woche nur Säfte trinken. Wäre das was für dich, Janis? Einmal so alle Giftstoffe aus dem Körper rausschlacken? Es wurde mir angeboten, das mal zu versuchen, aber ohne Kaffee und ohne Rauchen ein Tag ist schon schwierig. Und dann das mal 7 plus kein Essen, plus dann noch irgendwie streamen und den Chat die ganze Zeit auf meine Nerven hämmern zu haben. Ich glaube, das ist nicht gesund. Ich habe letztens bei mir festgestellt, alles, was ich nicht richtig beißen kann, macht mich nicht satt. Ich habe letztens so ein Rührei zum Frühstück gegessen, hat mich überhaupt nicht gesättigt. Ich brauche einfach so ein Stück Brot, ich brauche was zum Reinbeißen. Ich glaube, ich könnte 2000 Kalorien irgendwie so eine komplette geschmolzene Eiscreme-Packung komplett wegtrinken mit 4000 Kalorien, würde mich null sättigen. Ich muss irgendwas Festes beißen. Ich glaube, allein deswegen könnte ich nicht eine Woche nur von Säften leben, weil ich brauche irgendwas im Mund. Ich glaube, mein Körper checkt es einfach nicht, dass da was ankommt, wenn ich nicht kaue. Ja, die Haptik ist sehr wichtig. Du könntest natürlich den Saft mit viel Fruchtfleisch nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Aber so ganz geil ist das auch nicht, ne? Ja, ich verstehe das schon, aber dann ist die Frage, würde dich so ein trockener Laib Brot dann zufriedenstellen? Ey, Brot esse ich dir rein den ganzen Tag. Egal ob hart oder weich, ist mir völlig egal. Ich mag Brot. Einfach rein damit. Ich mag Brot fast so gern wie ein Mountain King Cannon of Energy mag. Der weiß, da habe ich noch was dabei. Hat er schon am Start. 370 Mana, das ist eine ganze Menge. Wie viele Stormballs kann man dafür werfen? Für 370 Mana, das sind, wenn man die Mana-Regeneration, die natürlich hier noch mitrechnet, würde ich so sagen, 6. 6 Stück? Wow. Das ist schon viel. Das sind mehr als 84 Ghoule hier gerade auf dem Feld hat. Da kann auf jeden Fall jedem einen mitgehen, das ist fair. Aber tatsächlich, du hattest recht. Das Antäuschen wurde angetäuscht und er zieht es tatsächlich durch. Die Expansion steht. Noch, denn die Footmen sind da, der Mountain King auch. Jetzt sind es noch 5 Hämmer, wenn ich da nicht die Mana-Regeneration ein bisschen überschätzt habe. Bei Changer sehen wir übrigens Double Blacksmith und Barracks. Das ist für ganz viele Upgrades natürlich sehr interessant. Jetzt ist die große Frage, wie viele Akolyten können hier gekillt werden, weil das natürlich wieder den Tech verzögert. Oh, und der Starf, da kann er schon rausstarfen. Da hat der Coil einiges an Schaden gemacht. Aber die Footmen werden natürlich jetzt zurückgelassen, wenn man keinen TP zieht. Das ist gemein. Und die haben jetzt natürlich ein bisschen Schwierigkeiten. Da könnte vielleicht nochmal eine Coil fliegen. Die retten sich hier an diesem Brunnen. Ganz besonderes Gebäude hier auf Concealed Hill. Dieser Fountain of Health gibt es eigentlich sonst auf keinen oder auf sehr wenigen Maps. Nur könnte man sich heilen. Und das nutzt auch der Mountain King hier gerade auf. Der stellt sich da daneben und sagt, Leute, ey, ich will hier gar nichts Schlimmes machen. Legt sich einfach neben den schlafenden Ogre und kann sich ein bisschen heilen. Ich finde der Mountain King schon ein Ego-Schwein. Da lässt er seine Freunde, die Footmen, zurück. Dann geht er alleine baden. Die Footmen müssen dann auch noch, die überleben, müssen dann auch zurücklaufen. Das ist nicht kollegial. Jetzt schauen wir mal, ob er sich dazu aufraffen kann, hier seinen Leuten an der Expansion zu helfen. Er ist weit weg und hat keinen Staff, aber es gibt zumindest einen Arcane Tower. Und dann kann er sagen, ja gut, ihr habt den Arcane Tower, braucht er mich nicht. Schießt aktuell nicht auf die Skelette, an denen er mehr Schaden machen würde. Und währenddessen können die Ghoul hier einiges an Schaden an den Peasants machen. Das ist auch seine letzte Chance, hier irgendwie Schaden zu machen, weil es kommen 3 Barracks Riflemen und 2 Blacksmiths für Upgrades. Das ist komplett kaputt. Was macht Changer hier? Das habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich, 2 Blacksmiths. Ist das ein Fehler? Ich weiß nicht, bei Changer kann man sich nie sicher sein. Vielleicht hat er auch kurz vergessen, dass er die schon gebaut hat und dachte einfach, ja, doppelt hält besser und dreifach hält dann noch besser. So, Mountain King, ich hoffe, ihr habt mitgezählt, hat tatsächlich genauso viele Stormballs rausgehauen, wie Janis es prophezeit hat. Und jetzt kommen zum Glück seine Cousins, die Riflemen, hier vorbei, um so ein bisschen Abhilfe zu schaffen mit der Flinte. Und währenddessen bin ich wirklich gespannt, ob er jetzt wirklich StarCraft-Style hier wirklich komplett die Upgrades durchballert.
Ja, bisher haben sich die Blacksmiths noch nicht so ganz gelohnt. Ein Attack-Upgrade hat er schon. 84 ist jetzt übrigens erst Hälfte vom Tech. Das ist leider sehr, sehr spät. Ghoule sind zum Glück ganz okay gegen Rifleman. Und den Surround kriegt er. Aber ein Steph ist am Start. Jetzt ist aber gleich die Coil auch ready. Oh, oh. Oh, kommt nicht ran. Paladin! Oh, die Heilung. Oh, der Paladin. Der Paladin. Alter, in der allerletzten Sekunde haut er noch ein Holy Light raus. Aber die Coil wird trotzdem eingesetzt auf Rifleman. Und die ballern sich hier einfach nur die Spells um die Ohren. Also alle Feendrachen, die gerade zuschauen, die denken sich, oh Mensch, da würde ich jetzt gern auch mit dabei sein. Aber nein, es geht leider nicht. Keine Nachtelfen erlaubt in diesem Spiel, aber die Spells werden hier rausgehauen. Ja, wenn ihr euch als Feendrache identifiziert, dann bitte mal die Hand hoch. Das, da wüsste ich gerne mehr, wie sich das anfühlt. Ja, und wie ist es, wenn man da in dieser Lichtkugel drin ist? Also ist es eher so unangenehm? Oh, gerade versucht noch den Ogre zu klauen, leider nicht geschafft. Oder ist es eher unangenehm so eingezwängt? Oder ist es wie so ein Pokéball, wo es dem Pokémon angeblich richtig gut geht da drin und die nicht einfach da reingepfercht werden? Aber ob das nur die Pokéball-Industrie-Propaganda ist oder die Wahrheit, das wissen wir nicht. Ja, Silphco wird auf jeden Fall uns da anlügen. Die waren ja eh schon unterwandert, da würde ich nichts glauben. Das große Mysterium unserer Zeit, wie sieht's in einem Pokéball aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein Feendrache, der fühlt sich da schon wohl. Wie so ein Fuchs, der sich so einmümmelt. Oh ja, das finde ich gut. Wir werden hier erfahren, was in einem Pokéball vor sich geht. Wir können aber erfahren, was in einem Altar of Darkness vor sich geht. Und zwar wird gerade da ein Lich ausgebildet. Lich Frostnova 101 muss da nochmal so einen kompletten Tageskurs abhalten. Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert auf Level 4? Und wenn er das weiß, dann kommt er raus und sagt, Leute, ich hab Bock. Ich will ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Und da ist er schon. Und ja, es ist Nace the Eternal. Ich weiß nicht, ob der so Eternal sein wird. Ich hab da Bedenken. Der hat einen Kumpel, der hat einen Level 4 Dekan an der Seite, der wirft ihm die Keul zu, wenn man das braucht. Ja, da muss man natürlich gucken, ob man die auch fangen kann. Weil Holy Light und Stormbolt schon ganz gut, gerade auch mit der großen Mana Potion. Level 2 Stormbolt ist das auch. Bash haben wir auch noch. Und jetzt der Creepjack. Ja, Frostnova beendet hier dieses kleine Tänzchen. Oh, der Paladin nimmt das Item auf, oder? Yo, einfach frech geklaut. Da hat Eddie vor sich gedacht, gut, das habe ich ja eh schon auf dem Decay, das brauche ich nicht, aber dann doch nicht dem Gegner geben. Ei, fatal. Schöne Heal-Scrolls auch, heilt hier die ganzen Riflemen wieder hoch und die ganzen Fiends gehen hier gerade auch kaputt. Und der Sustain ist einfach krass hier gerade mit dem Paladin. Oh, Nova gedodged und der Lich geht down. Wow, Changer hier wirklich komplett on fire einfach. Wahnsinn. Coil einfach hier gedodged mit der Invu-Potion. Er hat ja die Aura geskillt. Und währenddessen noch den Lich rausgenommen. Sofort 84 bestraft für diese offensive Coil. Kann den Lich nicht mehr heilen und da wird er direkt weggesniped. Ganz stark, was Changer hier spielt. Beide natürlich mit ihrer Expansion, beide mit ganz, ganz vielen Ressourcen. Die brauchen sie jetzt auch. 84 auf 2000 Gold. Geht übrigens wieder auf Necromancer. Das gefällt mir sehr gut. Das ist auch natürlich so ein schönes Comeback. Mechanismus-Ding. Wenn jetzt gleich seine Units fallen, dann kann er einfach neue beschwören und dann sind die Skelette natürlich ganz gut gegen Riflemen, die Changer hier gerade am großen roten Drachen verliert. Da würde ich doch mal empfehlen, vielleicht so den ein oder anderen Priest auf Dauer. Ich krieg dir hier noch eine Aura. Ja, natürlich jetzt sehr cool, noch die Chieftain-Aura hier zu bekommen auf Paladin, den Aura-Träger. Die gibt's hier nicht. Das ist die Robe of the Magi. Die gibt's hier nicht? Nein, die gibt's so in der Mitte. Ah, stimmt, okay. Du hast natürlich recht. Hast du Concealed Hill vielleicht gewehtut seit langer Zeit? Nee, ich liebe Concealed Hill tatsächlich. Ich dachte nur, ich habe immer Pech. Aber dann droppt das gar nicht. Dann muss ich das wieder rückgängig machen bei mir. Ich habe gar nicht so viel Pech. 84 könnte allerdings jetzt Pech haben, denn seine Expansion wird hier gerade angegangen. Es sind natürlich ein paar Necromancer da, aber die TP-Scroll wurde auch wieder nachgekauft. Sehr schön vorbildlich, aber will er sie auch nutzen oder will er hier seine Akolyten hier alle fallen lassen? Aktuell sieht es eher danach aus. Wir versuchen noch zu reparieren, wie es geht. Alle drei Türme geben ihr Bestes. Und jetzt ist die Armee auch schon da und da kommt eine gute Nova rein hier, wenn es klappt. Okay, oh, wir haben natürlich auf den
Wir haben Holy Light, wir haben auch zwei Heal Scrolls und eine Protection Scroll und eine Invo Potion und das TP. Changer kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen drin bleiben, wie du in der Badewanne. Ja, ich achte hier gerade auf den Necromancer, ob der schon hier Leichen beschwört. Aktuell noch nicht. Ein bisschen faul, ne? Doch, jetzt... jetzt hat er hier Unholy Frenzy auf den Lich gewirkt. Der haut natürlich jetzt einiges an DPS rein und die Riflemen stehen auch immer noch in den Türmen. Also die Verteidigung ist hier auf jeden Fall stark. Aber auch die Rüstungswerte von den Riflemen gefallen mir sehr gut. 8 haben sie jetzt. Holy Light, Stormbolt, Lich schon wieder weg. Aber jetzt der Mountain King. Ist das das TP? Ist das der abgebrochene Push? Jetzt haben wir die Necros. Und damit sagt Changer, nö, gegen Untote kämpfe ich nicht. Die kommen ja immer wieder, das ist unfair. Da ist er raus, musste aber seinen Lich dafür abgeben, der immer noch Level 2 ist. Das ist natürlich auch bitter. Diese Novae könnten mehr wehtun. Und währenddessen Changer holt sich hier das nächste Item. Vielleicht droppt er jetzt Ancient Django of Endurance. Ja, vielleicht auch nicht. Also wir können gerne wetten, aber es wäre schon sehr verwunderlich. Aber vielleicht so eine Podem Aura. Das wäre doch was Feines für die Rifle. Hm. Die fände ich auch sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Creepjack, schon wieder. Die beiden kennen sich auch einfach in- und auch auswendig, ne? Donnerstag, 18 Uhr. Er weiß, er kennt den Termin. Und da kommt er von hinten ran. Der Drache hält sich noch. Ist hier schön im Whirlpool eingemümmelt und wird hier auch gerade noch geheilt. Aber der Lich wird gerade noch mal hochgehalten. Der Drache geht nicht down. Dafür die Rifle aber relativ schnell. Zwei Necros haben wir noch. Mountain King jetzt erst wieder mit von der Partie. Der musste sich noch ein bisschen verpusten. Geht wieder auf den Lich. Und der ist nun wirklich alles andere als Eternal und 84 einfach raus. Da wird der Creepjack wird zum Konter und wird einfach umgedreht. Changer mit seinen Riflemen knallt sich hier zum 2-0 zu den Matchpoints. Aber der Red Dragon war auf jeden Fall entspannt. Der saß da in seinem Whirlpool drin, schön in der Fire drauf. Und dann haut er einfach einen Zwerg kaputt nach dem anderen. Aber gegen Medium Armor macht er auch nicht so viel Damage. Aber ja, da war Changer einfach zu weit, selbst unter guten Bedingungen. Und dann fallen, ja, die Necromancer sind halt eine riskante Einheit, ne? Gerade gegen Riflemen. Die sind halt sehr, sehr, sehr schnell kaputt, wenn die mal ins Focusfeuer geraten. Aber wenn sie schön in Ruhe beschwören können, dann können sie natürlich eine riesige Übermacht erschaffen. Aber da muss man ihnen auch mal Zeit geben. Und die hatten sie hier leider nicht. Da kann kaum der Stab hochgehoben werden. Da fliegt er schon zu Boden. Tja, jetzt natürlich letzte Chance für 84. 0-2 liegt er hinten. Kann er jetzt hier nochmal zurückkommen? 84, würdest du sagen, Stressresistenz hoch oder knickt er hier komplett ein? Da kann schon mal eine Abwärtsspirale gestartet werden, wenn Sachen nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Changer ist ja so ganz ruhig. Dem ist das so alles egal. Bei 84 würde ich sagen, der lebt vom Momentum oder das Momentum lebt gegen ihn. Okay, na gut. Also eher so ein Schneeballtyp. Er ist ein absoluter Schneeballtyp, aber warmherziger. Oh, das ist schön. Das freut mich. Als dritte Map sehen wir jetzt Hammerfall. Ja. Da kann natürlich der Hammer in Form eines Paladin-Hammer wieder herunterfahren, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie hier natürlich das Zimmermannshandwerk zum Beispiel belohnt wird. Denn die Gebäude bauen, da ist 84 auch nicht schlecht darin. Er hat sich jetzt einmal für keine Expansion entschieden, hat verloren. Und dann hat er sich für eine Expansion entschieden und hat auch verloren. Also jetzt muss er sich im dritten Spiel wirklich entscheiden, welche Art von Niederlage hat er hier mehr Zuversicht drin und sagt, das kriege ich noch rumgerissen. Er ist jetzt auf jeden Fall mal oben hier als gelber Undead, hier oben in Hammerfall. Was hältst du denn davon, wenn er die Expansion anfängt, aber so auf 50% abbricht? Finde ich eine gute Idee. Oder halt mal so eine Sneaky-Proxy-Expansion beim Gegner oder an einem unkonventionellen Ort. Auf Hammerfall hat man ja theoretisch zwei Goldminen in gleicher Distanz. Ich glaube, so die Uhrzeiger, im Uhrzeigersinn, Expansion ist so die klassischere oder einfachere. Aber man kann natürlich auch die andere nehmen. Das machen die Humans ganz gerne, da auf der 3-Uhr-Position. Da kann man den Golem so schön rauslocken und dann creepen, ohne dass er seinen Stein wirft. Ist aber natürlich auch ein bisschen näher zum Gegner, beziehungsweise zum Bewegungsmuster seines Gegners. Wir achten erstmal auf die Helden und hier gibt es schon wieder ganz
ganz andere Helden. Florentin Will, das dritte Match. Wow. Wir haben drei komplett verschiedene Helden. Wir haben den Crypt Lord. Ich habe es letztens im Cast gesagt, wenn man sich unsicher fühlt, wenn man ein bisschen verzweifelt ist, dann strahlt irgendwo das Horn eines Crypt Lords her und sagt, nimm mich, nimm mich. Und genauso sieht das bei 84 aus. Aber Changer, der hat genau einen Signature-Held, für den er bekannt geworden ist. Und das ist der Blood Mage. Und das sehen wir jetzt. Du hast es uns versprochen, exotische Strategien weit abseits des Metas hast du uns versprochen. Und hier wird auf jeden Fall geliefert von beiden. 6 verschiedene Starthelden und 6 unterschiedliche Starthelden. Unfassbar hier in diesen beiden Matches. Und ich fände es fast schade, wenn das hier schon die letzte Map wäre. Deswegen bei mir auf jeden Fall, meine Daumen sind gedrückt für 84 und den Käfermeister. So ist es. Ansonsten müssten wir uns auch stark überlegen, was wir noch in der zweiten Stunde dieser Sendung machen, weil das haben wir nicht vorbereitet. Da würde uns aber auf jeden Fall was einfallen. Aber ich bin natürlich auch großer Freund des Blood Mages. Ne? Muss man natürlich sagen, einer der spaßigsten, aber auch nervigsten Helden, die es so gibt. Relativ zerbrechlich, aber er braucht sich keine allzu groß Sorgen machen. Nova Coil jetzt erstmal keine Gefahr, auch wenn die Impales natürlich wehtun. Aber es geht hier erst mit den kleinen Käferlingen los und hier tatsächlich auf den Golem unkonventionell gegen den Uhrzeigersinn und währenddessen der Bloodseeker, Lorne Bloodseeker hier schon direkt mit dem Harassment. Ich bin ja sehr froh, dass du hier nach 3-4 Jahren Creepjack-Geschichte den Namen dieses Helden gelernt hast und es kein Bloodmage mehr ist. Wir haben auch gelernt, ui, das ist nicht gut, dass hier Flamestrike reinkommt. Da wird sofort was weggebrutzelt. Dieses Ziggurat wurde, glaube ich, nicht gecancelt. Nee, damit einiges an Holz weg. Das braucht man für die Goldmine. Das ist ein Desaster für 84. Aber die Ghule leben gerade noch. Die Frage ist, ob sie hier auch wirklich heil zu Hause ankommen oder die Footmen ihnen hier die Tür eintreten. Aber da kann auf jeden Fall einiges kaputt gehen. Der Nerub Tower steht hier schon und jetzt müssen sie gekitet werden. Aber zu Hause, sie fühlen sich einigermaßen sicher. Aber der nächste Flamestrike nimmt hier den ersten schon mal raus. Genauso wie die Akolyten. Oh, das sieht bitter aus. Das könnte hier ganz schnell vorbei sein. Der Blood Mage. Er rennt einfach rüber und zündet alles an. Aber jetzt hat er keinen Mana mehr. Und er ist surrounded mit dem Slow. Und diesmal TP nicht verkauft. Er hat's noch. Warum lässt man immer seine Helden so low gehen, bevor man TP't? Ich check's nicht. Ich find's ja auch cool, im letzten Moment zu TP'en. Es sieht ja cool aus. Aber warum denn? Warum schenkt man denn die Hälfte des HP-Balkens einfach her für nichts? Vielleicht hat er sich gedacht, er kriegt noch ein Acolyte oder so. Jetzt ich mach das auch so. Ich denke mir auch immer, oh, ich bin jetzt richtig krass. Und nee, nee. Moment, TP. Aber warum denn? Nee, nee, nee. Du bist einfach nur zu langsam. Ja, gut, das stimmt auch, ja. Ja. Jetzt haben wir natürlich das doppelte Problem, dass Changer auch keinen Shop hat. Ja. Allerdings, aber dafür 84 kann jetzt zumindest mal die Expansion hier frei creepen. Und der Akolyt kommt auch. Beginnt erst mit dem Ziggurat. Könnte natürlich wieder eine Fake-Expansion werden. Ich glaube, der denkt sich schon, dass er recht weit hinten ist und hier auf die Expansion bauen muss. Denn Changer, der ist schon auf Tier 2 angekommen. Ja, ich weiß nicht, ob der Akolyt in den Plan eingeweiht wurde. Ah, doch, tatsächlich. Hier wird die Expansion gestartet. Und der Blood Mage hat wenig HP, jetzt auch kein TP mehr. Wenn er also nochmal in den Narrow Tower gerät, wird es haarig. Aber jetzt holt er seinen Kumpel hier, Niffy Gurgelbeaker, der ihn vielleicht auch ein bisschen heilen könnte. Und oh, jetzt rennen sie hier direkt am Creep vorbei. Aber ich glaube, sie sehen es nicht. Ist richtig. Vielleicht haben sie es gehört. Oder vielleicht haben sie auch ganz andere Prioritäten. Denn der Flamestrike, der haut hier wieder schön auf die Expansion drauf. Und damit wird das hier auf jeden Fall ein bisschen problematisch. Jetzt haben wir abgebrochen. Und jetzt haben wir auch Siphon Mana. Und damit, kein Impel mehr. Aber doch! Der Acolyte, perfekter Zeitpunkt für diesen Acolyte, da zur Baustelle zu kommen. Einfach den Surround dicht gemacht. Schön für 84. Sehr, sehr schön gemacht. Und als ersten Spell haben wir hier die Acid Bomb. Interessant, er geht wahrscheinlich davon aus, dass der Gegner relativ viele Einheiten hat, natürlich auch mit den Carrion Beetles, ob das eine gute Wahl war oder was die Idee dahinter ist, ist natürlich auch die Frage, weil gerade mit dem Siphon Mana kann man natürlich dem anderen Helden sehr viel Mana geben. Kann der Alchemist das wirklich gut umsetzen? Oder wäre da nicht vielleicht Mountain King eine bessere Wahl gewesen, der da von diesem ganzen Mana profitiert? Wir werden es sehen, ich mag den Alchemist auf jeden Fall sehr, sehr gerne.
Wir gucken mal, ob er ihn hier zum Sieg bringen kann. Gerade wenn es Niffy Gurglebeaker ist. Ich meine, viel besseren Namen gibt es nicht, außer vielleicht ein Ascalor. Wo der Alchemist sehr, sehr gut ist, ist in Lufteinheiten angreifen. Das kann er, was so ein Mountain King nicht kann. Und heilen, das kann er natürlich auch, zumindest später im Spiel, wenn er das dann geskillt hat auf Level 2. Und vielleicht sehen wir hier Gargoyles, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und Acid Bomb, to be honest, Acid Bomb ist ein Spell, der ist nie schlecht. Außer nee. Gegen magieimmune Einheiten. Ist immer super und Changer baut hier wieder Rifleman. Und er musste ja gerade im Spiel einiges an Gold für Scrolls of Healing ausgeben und dachte sich, nee, warum soll ich dafür Gold ausgeben, wenn ich dafür auch einfach einen Alchemist haben kann, der einfach schönen AOE-Heal hat mit Healing Spray. Und währenddessen kann 84 hier aber einiges noch creepen auf der Map. Hat jetzt auch Level 4, ist gerade schon auf dem Weg zum Tech. Das wird auch nur eine Weile dauern mit dem zweiten Helden. Jetzt muss er wahrscheinlich erstmal seine Expansion verteidigen, die aber jetzt gerade auch fertig wird. Und die Crypt ist noch nicht durch. Die Haunted Goldmine auch jetzt erst gerade fällig. Das ist jetzt aber nicht so angsteinflößend. Also wenn du an meine Tür klopfst mit einem Bloodmage Alchemist und drei Riflemen, dann sage ich erstmal, wo hast du die gefunden? Aber Angst hätte ich da nicht. Crypt geht down, sein Krypto-Investment hat sich nicht ausgezahlt und jetzt kommt hier auch der Cryptlord an, der allerdings nur Mana hat für wenig, aber er trinkt eine Mana-Potion, kein Problem. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das hier funktioniert. Schöner Surround mal wieder. Schön. Und der Bloodmage, der zündet sich selber an. Nice! Yes! Als wäre er bei der US-Armee. Junge, Junge, Junge. Und die Ghoul Surrounds, die sitzen einfach. Der große, fette Käfer steht da immer im Weg. Die Ghoule reißen einen Rifleman nach dem anderen auseinander. Und 84, vielleicht doch ein größeres Kampfschwein, als ich ihm zugetraut habe. Chemical Rage hier. Er ist stocksauer, weil sein guter Kumpel hier zu Boden gegangen ist. Jetzt haut er hier noch einfach ein paar Käfer kaputt. Werden hier kaputt gestampft. Sehr, sehr schön gemacht. Ist natürlich eine schöne Kombination hier, Acid Spray und dann das Focus Fire von den Riflemen. Da kommt einiges an Damage zusammen, aber die Expansion steht. Jetzt ist auch der Tech durch von 84. Zweiter Held kommt nach und es wird der Death Knight. Ja, gut. Das war quasi zu erwarten für ein bisschen Heilung. Und wir brauchen jetzt aber noch ein paar Krypta. Und Tier 3. Also 84, der ist hier in einer sehr, sehr guten Position, um dieses Game zu holen. Bei Changer kommt jetzt auch erstmal der Paladin nach und währenddessen wird der... Wo ist der Bloodmage? Ist der schon wieder da? Da ist er schon wieder da. Wurde der wieder belebt in der Taverne? Ja. Weil der Altar war ja, wie du richtig gesagt hast, busy mit dem Paladin. Und den will man dann ja auch bei zwei Dritteln nicht mehr abbrechen. Das ist ja Quatsch. Tier 3 mit Griffins ist auf jeden Fall ein kleines Problem, weil der Cryptlord kann die ja nicht angreifen. Aber Fiends und Web und so, das kommt ja jetzt auch alles. Cryptlord hier richtig schnell hier mit den Boots of Speed unterwegs. Braucht der 4 davon, ne? Frage ist, welche Einheiten möchte 84 hier bauen? Er hat einige Crypts. Und aber jetzt auch ein Slaughterhouse. Das sieht nach einer relativ Standard Fiend Destroyer Build Order aus. Wir gucken mal, in welche Richtung das noch geht. Und jetzt hat er hier wieder die Griffins. Von Changer auf jeden Fall eine sehr geliebte Einheit. Mal gucken, ob die wieder mit Necromancern gecountert werden oder was 84 hier plant. Wir sehen auf jeden Fall das Wolke-Upgrade, weil da sind einiges an Towern da. Die kann man natürlich mit Flamestrike ein bisschen beackern. Aber wenn man da eine Wolke draufpackt, dann sehen die nichts mehr und können nicht mehr angreifen. Das ist schon gegen Türme eine schöne Kombination, die sich Changer da zusammenzimmert. Die hat 84 jetzt natürlich auch schön so gebaut, dass da der perfekte Flamestrike getroffen werden kann. Aber ebenso kann natürlich Impale getroffen werden und hier ist kein TP auf dem Bloodmage. Vergesst es nicht, aber Holy Nova, Holy Light kann hier tatsächlich auch ein bisschen nachhelfen. Und da sehen wir die Wolke! Wunderschön. Ist sie nicht schön. Der blaue Dunst auf den Spirit Towern. Der Bloodmage! Uiuiui, der hat auch ein bisschen blauen Dunst im Kopf, aber ein Staff ist auch am Start. Feine Kiste, Griffin fällt aber. Und die Undead Heroes können das wahrscheinlich schon mit den Rifles alleine aufnehmen. Ja, und die Käfer helfen hier auf jeden Fall auch einiges. Kein Dispel gerade hier bei Changer. Kann da gar nichts dagegen machen, außer einfach kaputt zu schießen. Ui, schönes Impel trifft nochmal zwei.
Und die Keul kriegt den nächsten. Und da ist der Käfer wieder mit seinen Klauen am Start. Ja, nice, ey. 10 Supply Vorteil für 84. Und die Echse bleibt standhaft. Alles mit der Cloud. Das ist ein guter Plan. Das war, ich dachte eher, seine Idee ist, einfach mit den Flamestrikes immer wieder reinzugehen. Und dann ist der Schaden der Türme ja relativ wenig, weil man ja nur ganz kurzen Kontakt hat. Aber er will auf jeden Fall die Türme dauerhaft ausschalten, um dann vielleicht mit den Greifen mehr Schaden zu machen. Aber jetzt baut er auch Knights, baut ein paar Türme, muss hier so ein bisschen seine Base auch verteidigen. Äugelt vielleicht jetzt hier auch auf eine Expansion. Haut zumindest bei den Rockgolem kaputt. Ja, das war aber knapp, ne? Also, das hätte schon mal auch schief gehen können. Nun gut. Alchemist, ganz guter Damage-Dealer, wenn er denn supported wird. Und das wird er jetzt mittlerweile. Noch kein dritter Held von 84, das sehen wir aber jetzt. 10 Supply-Vorteil bleibt bestehen. Echse ebenfalls. Und damit, je länger das Spiel geht, desto besser für 84. Ich bin gespannt, ob sich Chemical Rage hier noch auszahlt gerade. Changer hat eine super Anti-Air-Armee mit Alchemist und Dragonhawks, aber 84 hat kein Air. Ja, das ist natürlich doof gelaufen, ne? Das ist richtig. Item liegt auf dem Boden hier, Ring of Protection. Könnte dem Blood Mage ganz gut gefallen, weil der wird ja immer umrundet und dann angegriffen. Das hilft zumindest mal ein bisschen. Und jetzt kommt dein geliebtes Chemical Rage. Einer! Moonlight ist raus, Dragonhawk geht kaputt, der kann hier nicht viel machen. Eine Fiend überschätzt sich hier gerade so ein bisschen. Guck mal, so ein Flamestrike, auch der sieht ja schön aus, ne? Aber so richtig viel macht er auch nicht. Er muss halt lange drinstehen, ne? Und das ist gerade in so einem offenen Feld einfach auch einfach möglich, da raus zu manövrieren. Ist natürlich gut hier gegen die Gebäude da unten, auch mit den Akolyten, die da immer schön so standhaft stehen, aber... ist halt auch einfach sauteuer am Mana-Kosten. Und wenn man da keinen Archmage mit dabei hat, dann wo soll das ganze Mana herkommen? Vom Siphon. Vom Siphon. Ja, das stimmt. Ja. Aber vom Siphon. Kriegt er auch nicht die geilste Connection drauf, weil dann irgendwie. Und der Gargantua Sea Turtle wird angegangen mit Chaos Damage. Nicht mehr lange, habe ich so das Gefühl. Die Knights hauen sich ein bisschen selber auf den Kopf, wenn die Sea Turtle angreifen, aber lohnt sich dann im Endeffekt doch noch. Genauso wie das Scouten sich lohnt. Nächster Creepjack. Schönes. Chemical Rage hier defensiv eingesetzt, will hier wegrennen damit, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Der Creepjack hat nicht so funktioniert. Sogar Frostarmor? Haben die Elementare Frostarmor? Okay. Die Elementare haben Frostarmor. Nee, wo hast du das denn gesehen? Als ob du das wusstest, Janis. Wer hat denn nicht Frostarmor? Die Creeps haben Frostarmor? Selbst ich hab Frostarmor. Ja? Ja, klar. Changer möchte jetzt auf jeden Fall die andere Seite creepen, will hier auch die Gargantuan Sea Turtle angehen. Schau mal, diese Schildkröte, die kriegt das Frostarmor hinten an den Schwanz. Meinst du, das ist der adäquate Spot? Ja, ist eigentlich die härteste Stelle, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Von dem Tidecaller vielleicht hier. Ich weiß es gar nicht. Weil die Wasserelementare haben keinen Mana. Und wer keinen Mana hat, kann auch nichts casten. Smart. Sehr gut. Sehr gut. Du hast ja in den letzten 4 Jahren doch mal ein bisschen was gelernt hier und da. Ich habe einiges gelernt hier von dem besten Non-Mainstream Streamer of the Year. So. Hast du, ich erkläre dir jetzt mal hier, guck mal, wir sehen gleich noch mehr Frostarmor, weil der Lich das auch casten kann. Und apropos Lich, der hat jetzt schon plus 20 Schaden. Das ist ganz schön viel. Wow. Das ist einiges auf jeden Fall. Und da kommt vielleicht noch mehr dazu, beziehungsweise mehr DPS, wenn hier Unholy Frenzy dazu kommt. Der Temple of the Damned steht, aber anscheinend entscheidet sich 84 hier lieber für die Banshees. Keine schlechte Wahl, wenn man natürlich hier die saftigen Knights auch einfach besetzen kann. Yummy, yummy, yummy. I got Knight in my tummy. Ja, her damit, ey. Das ist gut, so ein Knight bisschen... heißt dann ja erstmal und dann werden die einfach zu Überläufern, drehen sich also um und werden dann wahrscheinlich relativ schnell von den Greifen getötet, die jetzt allerdings die Türme angreifen wollen. Jetzt ist hier keine Wolke mehr da. Extra researched und jetzt wird es gar nicht genutzt. Dabei muss der Flamestrike hier einiges an Schaden machen. Akolyten schon fast tot, aber hier kommt die Feuerwehr und kann das Ganze hier schön aufräumen und die Knights werden hier einfach abgefrühstückt.
Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ist das gut für 84, wenn er die Knights tötet, weil er die dann selber nicht mehr kriegen kann? Er kann ja immer noch die Greifen holen, ne? Die sind ja auch eine gute Einheit, also Changer hat hier genug saftige Einheiten. Geht nicht? Nee, du kannst keine Lufteinheiten possessen. Seit wann kann man keine Lufteinheiten possessen? Schon immer. Das geht ja, mit dem Banshee Ultimate, mit dem Dark Ranger Ultimate, aber es geht nicht mit Banshees. Ach, guck mal, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es da einen Unterschied gibt zwischen den beiden Spells zum Target. Und deswegen sage ich ja immer, Jannis kann es. So nämlich. Dun, dun, dun. Noch nicht, ne? So, 84 hat jetzt, glaube ich, keinen Bock mehr auf das Spiel, will hier auf jeden Fall einen Schlussstrich drunter ziehen, greift hier an. Oh, aber Flamestrike in die ganzen Spinnleiber, aber es wird abgebrochen. Sehr, sehr schön gemacht hier, nochmal kurz falscher Alarm. Die Greifen machen einiges an Schaden, Milizen werden dazugekommen, aber Curse ist ja auch auf einiges gelegt, davon wird einiges verfehlt. Ja, das ist richtig, hier zwei Misses in Folge schon mal auf dem Knight da oben. Und ja, das Possession ist noch nicht ready, aber vielleicht braucht er das auch gar nicht. So viele Fiends, so viel Schaden, dem Blood Mage geht's nicht gut. Der Paladin muss sich schon in seine Bubble zurückziehen. Der Flamestrike rockt aber durch und da wünscht man sich jetzt natürlich eine Heal Scroll. Die braucht er aber nicht. Florentin will Clutch und 84 ist weiterhin in der Series und holt das 2-1. 1-2. Wunderschön hier gemacht, auch Chemical Rage hier komplett gecountert mit Curse. Da hat er kaum was getroffen, der gute Alchemist. Hier alles verfehlt, war gecursed und traumhaft. Da muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ob sich da Changer vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt hat nach den ersten zwei Matches. Weil das war schon ein bisschen mimig, sag ich mal. Ja, aber Changer ist ein Unterhaltungskünstler, der weiß einfach, was die Leute da draußen sehen wollen. Der bietet dem Volk auch einfach ein bisschen was zum Handgeklapper an. Und die wollen natürlich auch mal so einen Blood Mage sehen. Und deswegen, ich finde das immer gut, ich gutiere das. Jetzt darf allerdings nicht das Momentum sich komplett drehen. Du hast vorhin gesagt, 84 ist Momentum-Typ, ist ein Lawinenkerl. Und wenn diese Lawine jetzt erstmal ins Laufen gerät, dann ist sie so schnell nicht mehr aufzuhalten. Lawinen, Louis, zeig uns, was du kannst. Changer auf jeden Fall der Favorit, hat immer noch zwei Matchpunkte, aber wollen wir mal nicht ausschließen, dass es hier noch einen mächtigen Turnaround gibt. In Warcraft 3 kann immer alles passieren, zu jeder Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt du spielst. So, jetzt ist auch das Overlay-Funktion. Nee, warte. Ja, jetzt könnte hier der Schneeball wieder ins Rollen geraten. Natürlich sehr, sehr passend hier auf Northern Isles, der wahrscheinlich kältesten Warcraft 3 Map, in der wir sogar Pinguine sehen, hier sogar Eisschollen überall, einige hier Bestien aus der eisigen Tiefe, sehr, sehr viele schöne Creeps hier mit den Spinnen da unten und es ist natürlich auch eine gern gesehene Map für Undeads. Man kann auch ganz gut expandieren und dann auch mal schön ein bisschen am Hafen sich entspannen. Ich glaube, hier kann sich keiner so groß entspannen. Ne? Da oben im Norden, da wäre auch ein schöner Wasserfall noch, um sich da mal lecker drunter zu legen. Dafür ist so, aber welche keine Helden Zeit. Jetzt? Was sagst du? Welche Helden jetzt? Ich sag, jetzt kommt wieder der Archmage. Nach so einem Meme-Quatsch-Spiel geht's bei Changer wieder zurück zum absoluten Standard und er holt einen Archmage. Ja, habe ich gar keine Zeit mehr zu antworten, weil dein Satz so lange war. Jetzt siehst du natürlich toll aus. Aber ja, was macht Eddie vor? Schnell! Der ist schon da. DK. Absoluter Standard hier bei den beiden, hier Archmage gegen DK. Man merkt, jetzt werden die Zähne zusammengebissen, jetzt wird's ernst. Ist gar nicht so der Standard. Ich würde sagen, Lich wäre der Standard. DK hat er schon auf Concealed Hill gespielt. Jetzt bin ich allerdings gespannt, ob er mit dem DK direkt Terrassen geht, statt seine Expansion hochzuziehen, weil das ist ja ein bisschen schief gelaufen auf Map 2. Vielleicht in guter alter Undead-Manier von Metawurf von 3 Jahren einfach straight rüber zur 12-Uhr-Position mit dem Gamble, dass Changer dann natürlich auch da expandieren muss. Mhm. Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ob wir hier einen Pinguin sehen werden. Natürlich dein Lieblingstier, schon oft besungen. Korrekt. Für wen bist du jetzt aktuell hier? Sagst du, Comeback ist real für 84 oder sagst du, Changer bringt das hier locker nach Hause? Ja, ich bin ja immer für die Underdogs, also bin ich für die Creeps. Kann aber sagen, also ein Fan von den Creeps zu sein, das ist ein hartes Pflaster. Da kann man sich auch gleich Schalke 04 oder so, ne, als Verein. oder den HSV. Ist irgendwie, es sind so Vereine mit Blau. Die sind immer irgendwie komisch. Von daher bin ich jetzt wohl für 84. Ja, du bist für die Underdogs, ich bin für die Undead Dogs. Und deswegen bin ich natürlich auch für 84.
und freue mich hier auf ein packendes Comeback. Ich will vor allem endlich mal die Temple of the Dead-Einheiten richtig sehen. Mal ein paar richtig geile Possessions oder ein paar Raise Dead oder sowas. Ich habe immer das Gefühl, die werden gebaut, dann ist das Spiel entweder sofort gewonnen oder sofort verloren, ohne dass sie wirklich irgendwas machen. Ja, da wurden wir schon ein paar Mal angeteasert. Vielleicht ja jetzt, es könnte auf jeden Fall lange gehen. Wir sehen auf jeden Fall keine direkte Expansion von Changer, sondern Creep in der Mitte, was sehr ungewöhnlich ist. Trotzdem gut gelesen von 84 und direkt draufgesprungen. Jetzt ist aber so ein bisschen der Schuh umgedreht hier, weil die Ward Elementals sind einfach eine gute Waffe. Er hat den Schuh am anderen Fuß und da haben die Creeps jetzt auch ein bisschen mitgeholfen und haben hier ein Netz geworfen. Da musste sogar noch eine Keule rausgehauen werden, aber der Ghoul geht kaputt. Und die beiden Wasserelementare leben auch. Immer natürlich nett, wenn die Creep-Camps so nah beieinander sind, dass man die dann immer schon schön mitziehen kann. So ein bisschen auch wie Treants. Dann kann man da sehr viel Effizienz rausholen, weil man will natürlich, dass die viel angreifen. Und jetzt wird hier komplette Schulklasse, Abschlussklasse 2008 wird hier gezogen als Militia und muss hier ran. Deine Klasse hatte nur 8 Mitschüler? Hast du die anderen alle rausgeekelt? Oh. Da wurden immer mehr ausgesiebt. Oh, und kriegt er hier auch schön noch den 7? Nein. Ich glaube, den hat der Archmage bekommen. Die K hier erstaunlich wenig EP gerade. Jo, den hat er, da hat er schön drumherum gespielt um die Coil. Hat er nochmal alles weggezogen, als die Coil geflogen ist. Dann gab es nicht genug Damage. Das jetzt aus Wut einfach auf den Passant geschmissen. Aber das war, also das waren 8 Militia am Anfang und jetzt sehen wir noch 6. Das ist eine gute Quote. Ja, doch, auf jeden Fall. Da wird auch schon der erste Turm hochgezogen und Changer sollte das auf jeden Fall freuen. Der ist auch schon kurz vor Level 3, hat noch das grüne Camp hier auch direkt vor der Tür. Und währenddessen Changer, kein Mana mehr, zieht wieder einiges zurück. Tjo, auf der anderen Seite kommt der Graveyard Tier 2 durch. Wir haben hier, was ist das denn für ein Bild? Halls of the Dead, Necropolis, Double Crypt und Gargoyles. Warum baut man denn noch eine Necropolis, wenn man doch schon Haupthaus hat in seiner Welt? Weil! Oh, Surround! Muss er rausfighten? Irgendwie? Vielleicht? Oh, das wäre wichtig! Da muss er raus, da muss er raus, da muss er raus, da muss er raus! Oh, 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 19, 10 HP! Wieder mit 13! Weil der gute 84 hat alle Ghoul am Anfang gepullt und hatte dementsprechend keine Ghoul mehr zu Hause. Und für Ziggurats brauchst du Holz, für Necropoli aber nicht. Ah, man kriegt also Supply, ohne Holz ausgeben zu müssen. Das ist ja interessant. Allerdings hat er auch kein Holz ausgegeben für einen Shop und steht jetzt mit Low HP ziemlich blöd da erstmal. Aber er hat jetzt natürlich schon Flugeinheiten so früh im Spiel. Da kommt der Archmage und läuft direkt in den DK rein, der kein TP mehr hat. Ist das der Pokal? Ist das der Pokal für Changer? Da geht er down, Level 3. Level 3 gegen Level 1, 2 Basen gegen eine. Das ist kein gutes Zeichen hier. Level 2 Wasserelementare gegen Gargoyles. Kann er mit denen noch ein bisschen lame? Es wird schwer, denn da steht auch schon ein Turm. Jo, nicht gut, nicht gut. Da hat Changer AD4 noch mal ein bisschen Erfolgsluft schnuppern lassen auf Map 3, aber das jetzt hier nochmal rumzudrehen, ist quasi Mission Impossible. Und ich kann viel über 84 sagen, aber er ist kein Tom Cruise. Er versucht nochmal ein Ziggurat herbei umzuzaubern im Turm, um diesem Ansturm hier irgendwie Herr zu werden. Der DK ist auch wieder da, nur Level 1, das geht schnell. Aber was soll er machen? Was soll er machen? Hier seine Bandagen raushauen. Ich kann dir viel erklären über dieses Spiel, Florentin Will, aber was er hier jetzt machen soll, da bin ich überfragt. Er hat 3 Gargoyles auf jeden Fall. Das ist doch schon mal was. Und dann kämpft er erstmal auf seinem Blight. Die regenerieren gut. Und wenn er die gut rauszieht und nicht verliert, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, es waren 4, als du es gesagt hast. Jetzt sind es 5. Gut gezählt. Ja, einer mehr. Oh, aber die Footmen können natürlich gut rausgenommen werden. Level 2, Frog tut sein Übriges, versucht hier ein bisschen mitzublocken. Dieses Froschmodell ist so geil. Ich sehe es leider in meinem Advanced Observer Mode nicht mehr. Aber ja, das Froschmodell, das ist so eine feine Sache. Das so von als. Von allen siehst du nur das Gesicht, wenn du sie anklickst, aber der Frosch ist einfach komplett Full Body. Full Frontal einfach. Direkt der volle Frosch. Ich wusste nicht, dass du so viel Freude an dem Frosch hast, to be honest. Ich mag das. Das ist einfach so schön. Cool. So, jetzt hat er einige Gargoyles und in der Base gibt es keinen Turm. Das ist ein Problem.
Da ist aber jetzt wieder der geliebte Alchemist. Der kann natürlich nach oben schmeißen. Ja, das ist gut. Archmage kann sich auch relativ sicher fühlen mit dem Ring. Da ist auch nur Coil Level 1. Ja, und die Acid Bomb, die ist halt gegen Gargoyles ganz gut, ne? Ich check jetzt erst, dass der Bodenangriff vom Ogre kommt und der Luftangriff kommt vom Goblin. Ja! Alchemist. Das hatte ich jetzt 4 Jahre. Hast du nicht so 2 Jahre am Stück Alchemist gespielt? Ja, aber weil der Ogre auch so eine große Bewegung macht, dachte ich immer, dass der Ogre wirft. Ja, der Ogre hilft noch so ein bisschen mit so Schwung noch ein bisschen. Ja, das ist natürlich praktisch. Ja. So wie in der Schule beim Weitwurf, wo man dann immer so gecheatet hat und dann der andere Kumpel einen so auf der Schulter genommen hat und nach vorne geworfen hat und währenddessen hat man den Ball geworfen. Da weil es technisch immer gesehen nicht gegen die Regeln verstößt. Da hatte ich immer meine Tage, wenn Leichtathletik angesetzt war. Das ging nicht. So, jetzt der Tag auf T3 startet. Und die Frage ist, baut Changer wieder seine Lieblingseinheit Rifleman? Bisher? Oder baut er seine Zweitlieblingseinheit Fairy Dragonhawk Rider? Ja, die, wie Anxiety sie genannt hat, Drachenpfeifenreiter. Finde ich sehr gut. Die sind natürlich jetzt gegen Gargoyles nicht so gut. Ein bisschen besser, als die Griffins das wären. Und er geht tatsächlich auf Drachenpfeifenreiter. Ob das eine gute Wahl ist, Florentin, das wage ich mal noch so ein bisschen zu bezweifeln. Naja, er hat ja 2 Produktionsgebäude, während 84 nur auch 2 hat. Er hat aber mehr Economy. Das heißt, er kann hier auf jeden Fall mehr produzieren. Und wenn er mehr Drachenpfeifenreiter hat als Gargoyles, kann er die alle einpacken wie zu Weihnachten. Das ist richtig. Da wollen wir mal gucken, ob du damit recht hast. Aber immerhin hast du jetzt gut gezählt, besser gezählt als vorhin. Das hast du toll gemacht. Kleines Problem, diese Drachenpfeifenreiter, die sind halt wirklich nicht so gut, ne? Auch gerade in niedrigen Zahlen nicht. Und die Gargoyles, die sind halt schon da. Ja, das stimmt. Der muss jetzt natürlich Druck machen und die so früh wie es geht rausnehmen. Dazu muss er sie auch finden. Und eine findet er schon, der wird schon eingepackt. Aber der Nahkampfangriff in der Luft ist natürlich absolut tödlich hier für die Drachenfalkenreiter. Falken. Ja. Die sind aber auch schon alle ein bisschen angedatscht, ne? Also wenn das jetzt Obst im Supermarkt wäre, würde ich die nicht mehr anfassen. Nee, die sind schon irgendwie ein paar Tage im Rucksack irgendwie und dann schon mal so durchgeknörtelt. Ja. Und jetzt aber 84. Ja, ne? Ja? Zweiter Held hier auch für 84. Es ist der Lich, wenig überraschend. Und kein Turm in der Base von Changer, ey. Das ist auch wirklich ein. Ist das schon Arroganz? Ist das schon Überheblichkeit? Ja, also wenn man ihn so ein bisschen auf dem Rocket Beans Discord erlebt, den Changer, dann bist du da nicht so ganz weit weg. Okay. Ah, einer wird gefesselt und wird zurückgelassen von seinen Kameraden und geht hier einfach zugrunde in klassischer elfischer Arroganzmanier, werden die nicht mal angefasst, sondern einfach in ihren magischen Fesseln, die sich selbst überlassen, gehen zugrunde. Aber mit einem schönen Geräusch dabei. Oh, das stimmt, das mag ich auch ganz gern, so ein bisschen dieses Summen. Der arkane Klang der Magie. Indessen soll hier allerdings dem schnöden Mammon auch gehuldigt werden. Eine neue Goldmine wird hier erschlossen für 84. Dann kann sich der Death Knight vielleicht mal eine Krankenversicherung leisten. Die braucht er nämlich dringend, denn allzu viel Saft steckt nicht mehr in dem drin. Nee, da muss er vielleicht mal ein bisschen was nachtanken hier. Hat er jetzt auch endlich mal einen Shop. Das hat so bis Tier 3 gedauert, dass er immer das Tor of Rex gebaut hat. Natürlich immer noch aufgrund dieses 4 Ghoul-Puls. Aber langsam, aber sicher sehen wir hier einige Pfeifen. Das ist quasi ein Pfeifkonzert, was Changer sich hier zusammenstellt. Und damit, ich will es gar nicht sagen, ne, aber damit hat er fast Lufthoheit. Ja, er weiß genau, dass wenn er einfach eine kritische Nummer erreicht, dann kann 84 überhaupt nichts mehr machen, weil einfach alle eingeschnürt werden. Und ob es jetzt hier vielleicht schon so weit ist, sehen wir gleich, ob hier der Tesafilm rausgeholt wird. Sind das 7 gegen 7? Ne, 7 gegen 8 sogar. Aber dafür sind auch ein paar Fiends dabei, ne? Kann eigentlich ein gewappter Dragonhawk Rider noch Aerial Shackles benutzen auf Flugeinheit? Tja, wenn wir da ein Quizformat für hätten, wo man Warcraft 3 Spielmechaniken überprüft, ne? Das wäre natürlich eine Frage. Das wäre so schön. Kann man vielleicht jemand eine Frage einsenden oder so? Mark of Reincarnation jetzt für den DK, gar nicht schlecht. Da ist deine Krankenversicherung. Ah,
Pendant of Energy wäre auch im Marketplace zur Verfügung. Aber weiß ich nicht, ob er da Bock drauf hat. Hat er ja schon. Jetzt ist er hier an der Taverne und holt sich den Dark Ranger. Hm, interessant. Ich dachte, man könnte vielleicht nochmal so eine Anti-Air-Helden-Option reinwerfen, wie den Panda vielleicht oder so. Aber nein, es wird der ganz klassische Undead-Trialog und da holt er sich die Dark Ranger mit Silence. Ja, weil was wieder hier Silence? Ist natürlich eine magische Fähigkeit, diese Shackle, wie du gerade eben schon beschrieben hast. Und damit kann man natürlich die Shackle canceln. Oh, okay, das ist natürlich super schlau, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, Turm ist schon rausgenommen in der Human Expansion. Versucht jetzt hier das Rathaus zu fokussen. Das ist natürlich mit diesen Schallwellen der Gargoyles nicht ganz so geil. Währenddessen ist Changer ein bisschen erfolgreicher mit seinem Fokus auf die Goldmine. Die geht kaputt. Und natürlich die Wolke, hier sehen wir sie nochmal. Oh, sehr schön. Der Turm macht gar nichts, er sieht nur blau. Sehr bewölkt hier heute in dieser Series und das könnte jetzt doch der Knockout-Punch sein. Eddie von eine Mine. Jetzt kommen die Shackle rein. Wo ist das Silence? Die Dark Ranger, es muss doch hier für Ruhe gesorgt werden. Endlich mal. Ich hab's gehört, aber wo ist das Silence? Es ist nicht da, es ist irgendwie weg und alles ist eingeschnürt und alles ist weg. Der Archmage ist aber auch weg, trotz Potion, Scroll und TP. Wie kommt er da denn jetzt wieder raus? Okay, aber der Alchemist hat noch einiges an HP und hat auch noch eine Invo-Potion. Jetzt wird der Lich hier gefokust und es gibt eine Coil mehr. Was ist denn hier los? Er ist weg. Der Lich ist einfach weg. Einfach weg. Und die Fiends gleich auch. Die Drachenpfeifenreiter. Bringt Changer zum Pokalsieg. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Dem Abstieg im Inferno entgangen und damit RBTV-Liga-Pokalsieger in Warcraft 3. Julian Plath, der Wechsler. Absolut traumhaft. Herzlichen Glückwunsch, Changer. Du hast dich absolut gut geschlagen hier. Wunderschön. Hast nochmal eine kleine extra Runde für uns eingelegt, um uns nochmal den Bloodmage zu zeigen. Vielen, vielen Dank. Aber auch LT4 hat sich hier wirklich gut geschlagen. Und schönes Spiel auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass wir dieses herrliche Pokalfinale hier casten können und es einen würdigen Sieger gibt für diese Season des Pokals. Wenn ihr auch mal im Pokal spielen möchtet, dann kommt doch gerne in die Crypt Camp Liga. Da könnt ihr euch gerne einschreiben und dann euch durch die Ränge hocharbeiten und vielleicht eines Tages auch gegen einen der beiden antreten. So ist es nämlich. Den Link hat natürlich die RBTV-Community für euch am Start. Auf creepcamp.de findet ihr den zum Beispiel. Solltet ihr da vielleicht einfach mal einen Shortlink machen oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt ist die Sendung vorbei. Tschö! Ja, danke, Janis. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, dass du uns hier alles so schön erklärt hast. Ich habe allerdings noch ein paar Fragen zu dem Spiel gerade. Oh, muss das jetzt sein? Müssen wir ja jetzt? Also ich bin eigentlich auch, wenn ich so auf meine Uhr gucke, dann muss ich jetzt los. Naja, Janis, das gehört ja eigentlich auch dazu, ne, dass man zu dem Spiel noch so eine kleine Nachbesprechung macht, so ein paar Dinge nochmal durchgeht, wie das genau funktioniert. Weil ich glaube, die Zuschauer waren jetzt sehr von diesen ganzen Effekten abgelenkt, hatten quasi so eine blaue Wolke vorm Gesicht, haben gar nicht genau mitbekommen, was da eigentlich vor sich geht und brauchen jetzt nochmal detailliert die Spielmechanik hier erklärt. Und ich habe mir überlegt, anstatt dass wir das jetzt so im Dialog machen, habe ich extra eine Map dafür gebaut, wo wir das Ganze machen können. Ich habe lange überlegt, wie diese Map heißen soll. Und du weißt ja natürlich, dass ich großer Freund von Reimen bin. Und deswegen kommt hier unsere fantastische neue Rubrik Janis Kanis. Da bin ich ja. Ja, gut, dann bleibe ich halt noch ein bisschen. Wenn du das so unbedingt haben willst. Ich dachte, ich Janis Kanis, Janis der Hund und ob er hier heute mit dem Schwanz wedelnd ins Wochenende geht oder nicht, das sehen wir hier. Denn er muss drei Fragen zur Warcraft der Spielmechanik beantworten, die aus der Community eingeschickt wurden. Ihr habt euch gefragt, hä? Und habt euch dann entschlossen, mir eine Mail zu schicken. Und jetzt kann ich diese Fragen einfach an Janis weitergeben, damit er sie einfach beantworten kann, damit wir die einfach zu den Akten legen können. Bist du bereit, ja, Janis? Danke, Community. Ich freue mich. Trittst du jetzt nicht nur als Janis T. an hier, sondern natürlich auch als der Best Non-Mainstream Streamer of the Year. Du hast einen Titel auch irgendwo zu verteidigen, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin der Award-winning Warcraft-Caster. Wahrscheinlich der einzige in der Geschichte dieses Spiels. Und muss jetzt natürlich delivern. Ja,
Absolut, du musst delivern. Fragen werden gestellt, Janis beantwortet sie. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz locker rein in Frage Nummer 1. Sie kommt von Gikov, der wissen möchte, endet der Effekt einer Clarity Potion, wenn der Held volles Mana hat? Dass das noch nicht beantwortet wurde, ist verblüffend nach 4,5 Jahren. Finde ich auch, ich finde es eine ganz, ganz grandiose Frage und ich mag solche simplen Fragen immer sehr, sehr gerne. Wie läuft das denn? Held hat ein bisschen Mana-Schwierigkeiten, trinkt dann, aber läuft Gefahr, einen über den Durst zu trinken, sein Mana-Pool ist schon voll. Das ist jetzt natürlich gemein, dann weiter an. Weil ich in meinem Leben noch keine Clarity Potion benutzt habe, weil wir Undeads dürfen sowas ja nicht haben im Vergleich zu allen anderen Rassen. Ja. Das ist schon sehr gemein. Ich kann mich bei beiden möglichen Situationen nicht dran erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe. Ja, normalerweise haut man eine Clarity Potion rein, wenn man wirklich irgendwie nur noch so 5 Mana-Punkte hat oder so. Aber manchmal, wenn man sagt, nee, lieber frühzeitig einschmeißen, damit ich schön dann auch den Verlust regenerieren kann, läuft das. Tja. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ich habe mich ja jetzt auch in den letzten 2 Wochen nur mit diesen Speedruns beschäftigt, wo wir keinen Shop haben auch. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin ein bisschen raus aus der Thematik auch. Ja, Mana ist auch so ein abstrakt und selten vorkommendes Konzept, das quasi in keinem einzigen Spiel eine Rolle spielt. Deswegen ist es natürlich auch gemein, dass ich jetzt hier mit solchen Fragen um die Ecke komme. Wusstest du das? Mechaniken. Wusstest du das? Nein, ich wusste es nicht. Ich war jetzt von der Antwort nicht sonderlich überrascht, aber ist natürlich immer was anderes, wenn man jetzt hier vor Millionen Publikum das Ganze beantworten muss, ne? Ja. Du kannst, ja. Endet der Effekt? Ich glaube nicht. Ich log Nein ein. Janis T. sagt Nein, der Effekt hält an. Geschickt und zwar möchte er wissen: Wird das Porträt einer Einheit blau, wenn sie von einem Narub Tower angegriffen wird? Oh. Gemeint ist natürlich dieses kleine Porträt, wo man das Gesicht der Einheit sieht und wird das blau? Wird das blau? Das ist jetzt aber Mandela-Effekt, Alter. Also wenn du es jetzt sagst, ne, dann wird das Porträt von meinem inneren Auge, wird es blau. Aber vielleicht ist das Quatsch. Ja, du wirst das ja schon 100 Male zumindest auf dem Bildschirm gehabt haben, aber hast du es auch gesehen? Natürlich eine andere Frage. Ich wird das Porträt in einer blau. Ja, ich sehe das so klar vor mir. Ja. Ja. Okay. Janis sagt ja. Das Porträt einer Einheit wird blau, dem wird ja kalt, wenn er vom Narub Tower getroffen wird. Also wird er blau. Ist ja völlig eindeutig klar. Oh, vielleicht nicht. Janis sagt, ja, es wird blau. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal gerne an. Du kriegst jetzt hier einen Priest
Du kannst hier völlig nichtsahnd nach rechts laufen. Dort wirst du irgendwann einen Nerub Tower entdecken. Und dann achten wir mal bitte alle auf dieses Porträt hier unten. Es geht um dieses Bildchen hier von diesem Priest. Und dann schauen wir mal, ob das blau wird oder nicht, wenn er gleich getroffen wird. Alter, das wäre so weird, wenn das nicht blau wird. Ja! Ja! Und es wird blau! Oh mein Gott, Alter! Es wird blau! Yes! Es wäre so peinlich gewesen, wenn es nicht blau wird. Oh, shit. Boah, Alter, ich bin jetzt... tatsächlich blau. Ich bin jetzt zweimal so dicht an der falschen Antwort vorbeigeschrappt. Ja. Bei so Sachen, die man wissen muss, das ist krass, dass man das nicht sofort abruft. Ja, das Einheitenmodell wird ein bisschen blau, aber tatsächlich das Porträt wird auch blau. Krass. Wenn es diesen Frosteffekt des Nerub Towers hat. Sehr, sehr schön. Boah, ich hätte mich auch ein bisschen hinterfragt, wenn ich mir das jetzt einfach eingebildet hätte. Ist ein schöner Effekt auf jeden Fall, aber man muss sagen, Janis, du kennst dieses Spiel einfach sehr gut. Da kann man nichts anderes sagen. Ja, weiß nicht. Vielleicht habe ich auch gutes Bauchgefühl heute. Das werden wir spätestens bei Frage 3 sehen, denn Janis kann es, wird nur gewonnen, wenn man alle drei Fragen richtig beantwortet. Und da steht natürlich noch die Endfrage im Weg. Und Janis, du hast ja gesagt, du bist ein Beobachter des aktuellen Meta-Geschehens. Welche Helden werden gespielt? Welche fallen so ein bisschen raus? Natürlich ein Held, den man mittlerweile wieder häufiger sieht als sonst, ist der Firelord. Mhm. Und die Leute überlegen natürlich, Mensch, wie kann man diesen Firelord countern? Was kann man denn da machen? Welche Helden sind denn gut gegen diesen Firelord? Wie ist das denn mit diesen Lava-Spawns nochmal genau? Wie funktioniert das denn eigentlich? Und vor allem, welche Zauber kann man denn gut auf diese Lava-Spawns benutzen oder nicht? Und da hat sich natürlich jemand aus der Community folgende Frage gestellt. Was passiert, wenn sich ein gedoomtes Lava-Spawn teilt? Knosper hat sich überlegt, könnte nicht der Pitlord eine gute Antwort auf den Firelord sein? Ich doom einfach einen Lava-Spawn und dann habe ich mal gucken, was dann passiert. Passiert erstens, beide Spawns sind danach gedoomt. Zweitens, nur einer der beiden Spawns ist danach gedoomt. Drittens, der Effekt von Doom verschwindet komplett. Viertens, Lava-Spawns können überhaupt nicht gedoomt werden. Oder fünftens, wenn ein Lava-Spawn gedoomt ist, dann teilt es sich nicht mehr. Also scheiße. Was ist das Scheiße? Was ist das schlecht? Was ist das es ist gemein? Natürlich... Alter, ich schnupper so Siegesluft nach einem 2-0 und dann kommt diese Frage. Mhm. Also ich sehe wieder nur vier Antworten. Ja, ich sehe wieder nur vier Antwortmöglichkeiten. Von daher müsste ich dann dir einfach sagen, wenn ich 5 nehme. Genau, ja. Also ich weiß hundertprozentig, man kann Treants doomen. Von daher ist es nicht generell so, dass man Summons nicht doomen kann. Von daher würde ich davon ausgehen, dass man auch Lava Spawns doomen kann. Mhm. Boah, das ist krass, ey. Es könnte auf jeden Fall sein, dass die sich nicht teilen. Boah, das ist krass. Ich glaube nicht, dass beide Spawns gedoomt sind. Ja. Das würde ich ausschließen. Also ich würde 1 und 4 ausschließen. Okay, dann sind es ja noch 3. Ich glaube auch nicht, dass Doom verschwindet. Mhm. Oh, scheiße. Also entweder gedoomte Lava-Spawns teilen sich nicht oder einer der beiden Spawns ist gedoomt. 2 oder 5. Okay, ist das schon mal 50-50. Ist das schon mal ganz gut. 2 oder 5. Boah, es kann so alles sein, ne? Also, von den beiden. Boah, das ist einfach nur geraten jetzt.
Ich glaube, es ist keine Riesen-Exception. Ich glaube, es ist 2. Einer der beiden Spawns ist gedoomt. Ich glaube, es ist 2. Ich log 2 ein. Ich lass nicht mehr mit mir reden. Versuch's gar nicht erst. Du, jede Frage, jede Antwort ist hier völlig legitim. Kein Problem. Einer der beiden Spawns ist gedoomt. Oh mein Gott, Alter. Wenn das jetzt richtig ist. Das ist die beste Frage, die wir seit ganz lange hatten. Geile Frage. Auch geile Antwortmöglichkeiten. Das war wirklich sehr, sehr knifflige Frage. Und Jannis entscheidet sich für Antwort 2. Einer der beiden Spawns ist gedoomt. Du sagst also, dass man A, Doom überhaupt erst auf den Lava-Spawn wirken kann. Ja. Dass dann B, dieser Lava-Spawn sich nach 15 Angriffen auch teilt. Und dann C, einer dieser beiden Lava-Spawns Doom hat und der andere nicht. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt, wo du das so gerade gesagt hast, ne, was da alles passieren muss, damit ich recht habe. Ja. Das ist gar nicht mehr so wahrscheinlich jetzt, ne? Jannis, du kriegst jetzt mal den Pitlord. Und du machst ja auch Schaden. Das heißt, ich würde sagen, ich greife dich jetzt mit einem Lava-Spawn an, so ungefähr 12 Mal vielleicht. Dann machst du Doom, damit er sich noch teilen kann, damit er nicht stirbt, bevor er sich teilen könnte, okay? Ich möchte hier sagen, ich habe den Mongrothot Pitlord bekommen. Das ist ja, wie wir alle wissen, der schwächste von allen. Okay. Achtung, es geht los. Jetzt bitte den Lava-Spawn nicht töten. Nein, also nicht so früh. Oh. Nicht so früh. Warte, weg, 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 ach weg. Ach so. Oh, ich will auch gar nicht gucken, was da... Oh, shit, jetzt habe ich natürlich das... Ich gucke auch nicht, was da passiert. Bei mir weiß keiner, was passiert. Keiner weiß, was da los ist. Keiner weiß, was da los ist. Jetzt habe ich natürlich Cooldown auf dem Ding. Ich bin auch weit weggelaufen. Ja, ist shit, okay. Das tut mir leid. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich bin zu angespannt auch. Ist alles gut. Okay. Warte mal. Hast du das resettet? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also, kein Problem. Die Aufregung ist zu spüren. Kein Problem. Ach, du musst erst angreifen, dann. Ja, klar. Ja, klar. Ja, genau. Lass ihn ungefähr so 12 Mal angreifen oder so und dann zoom ihn. Alles klar, wir probieren's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teilung. Doom ist auf einem. Doom ist auf einem. Doom ist auf einem. Doom ist auf einem. Let's go. 3 von 3. Doom ist auf einem. Damit völlig richtig. Antwort Nummer 2. Einer der beiden ist gedoomt. Jannis. 3 von... Boom. Jannis kann es. Er kann es einfach. Ist das schön. Oh, das habe ich lange nicht. Freue ich mich richtig drüber. Da freue ich mich so doll drüber. Yes. Dass das alles richtig war. Boah, 3x50-50, wo ich überhaupt keinen Plan hatte und dann immer richtig intuitiv. Yes! Gib mir den Preis. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wenn jemand den Best Non-Mainstream-Streamer Award verdient, dann Jannis, denn er kann es. Das war einwandfrei, muss man wirklich sagen. Das war einwandfrei. Alle 3 Fragen. Und auch die schwerste mit 5 Antwortmöglichkeiten. Das ist krass. Richtig beantwortet. Ich habe in Chat geguckt. Ich glaube, jede Antwort wurde mal genannt von den 5 von Leuten. Und nur Jannis hat die richtige rausgefunden. Sehr, sehr schön. Da merkt man die Erfahrung. Sehr, sehr beeindruckend, Jannis. Das sind 3 von 3. Sehr schön. Heftig. Ja, das ist natürlich jetzt schön gelaufen. Das ist natürlich toll. Oh, ja. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Ich wüsste wirklich gerne, warum das so ist, so von der Spielmechanik her, weil normalerweise erkläre ich euch ja immer dann, warum Sachen so sind, wie wir sie euch gezeigt haben. Das kann ich jetzt diesmal nicht, aber wenn da noch was nachgehauen wird, dann gerne. Ich habe wirklich auch nicht damit gerechnet. Ich habe erst die 4 Antwortmöglichkeiten aufgeschrieben und dann habe ich es getestet und dann musste ich die richtige noch hinzufügen, weil ich nicht gedacht habe, dass das tatsächlich eine mögliche Antwort ist, dass nur einer der beiden gedoomt ist und der andere nicht. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Oh, krass. Also ohne Antwortmöglichkeiten hätte ich das auch nicht hingekriegt.
Ja, sehr, sehr schön gemacht. Alter. Man kann es nicht anders sagen. Du kannst es einfach. Und was du natürlich auch kannst, ist nicht nur fantastische Fragen hier zu beantworten, die ihr übrigens auch einschicken könnt. Falls ihr auch mal, genau wie Knosper, hier so eine fantastische Frage einschicken möchtet, dann schickt sie mir gerne an florentin.will@rocketbeans.de. Auch gerne simple, einfache Fragen, wie diese Clarity-Frage, die wir nach 15 Jahren Creepcheck noch nicht beantwortet haben. Es gibt sie noch. Die simplen, kleinen Fragen. Es muss gar nicht immer genau im Moment, während die sich teilen, wird in Zeppelin genommen und dann da. Muss gar nicht sein. Es gibt die simplen Fragen. Schickt sie mir gerne an florentin.will@rocketbeans.de. Und ihr habt gesehen, Janis kennt einfach alles rund um Warcraft 3, aber er kann natürlich auch fantastische Unterhaltung liefern, vor allem am Wochenende, wo ich immer gerne reinschalte zu Back to Warcraft. Die beste Non-Mainstream-Unterhaltung, das ist jetzt in diesem Fall ein bisschen doof, weil unser Streaming-Kalender ist noch leer fürs Wochenende. Da ist anscheinend mal irgendwie Pause, aber zumindest am Freitag, also morgen sind wir für euch da mit dem Grand Final vom TED Cup. Es wird heiß, da werden auf jeden Fall ein paar Games geballert ab 12 Uhr mittags. Abends haben wir unseren Weekly Cup, wo wir in einen neuen Monat starten. Mal schauen, wer sich das Ding da morgen holt. Carsten kommentiert das für euch. Und am Wochenende, da werde ich mal so ein paar Streams raushauen auf jeden Fall. Immer so Richtung 4 Uhr nachmittags. Neue Speedruns, ein bisschen Ladder und ein bisschen Flow-TV-Games. Dass man sich da auch natürlich die gewohnte Action von Warcraft 3 abholen kann. Und was geht bei dir so? Ja, ich entspanne ein bisschen erstmal. Ich habe nicht so viel vor, werde vielleicht noch hier und da ein bisschen streamen die nächsten Wochen. Aber ansonsten schaue ich natürlich immer gerne rein bei Back to Warcraft. Ansonsten vielleicht am Wochenende noch ein bisschen Dota. Die Butterbande findet nach dem Turnierdebakel wieder langsam zusammen, nachdem wir komplett vernichtet wurden im Butterbandenturnier. Wir bauen uns wieder langsam mental ein bisschen auf durch intensive Gespräche, die auch ins Persönliche reinreichen. Aber ansonsten freue ich mich tatsächlich auf diese Speedrun-Challenge. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja oft bei Speedruns so, dass man irgendwie lange an so einer Grenze hängt und dann hat jemand die brillante Idee und dann geht's nochmal eine Minute runter, so schlagartig irgendwie. Ja. Da habe ich Bock drauf, ob da nochmal so ein richtiger Durchbruch kommt. Ob da vielleicht noch irgendwelche Glitches ausgenutzt werden oder irgendwelche KI-Feinheiten, die man da irgendwie gegen die KI benutzen kann oder so. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf und mal gucken, ob sich da noch was bewegt in den Bestzeiten in den nächsten Wochen. Und vielleicht auch mal ein bisschen was probieren. Ich werde auf jeden Fall nachdenken. Ja, nice. Ich werd mich jetzt ins Bett legen und im Bett nochmal so ein bisschen nachdenken und dann den Abend ausklingen lassen. Gut. Janis, es war meine Freude. Ich freue mich, dass wir wieder zurück sind. Ja. Und bald sollte ja auch die Liga dann weitergehen ab Mitte März und dann können wir uns unter Beweis stellen. In unterschiedlichen Ligen. Aber wir sind beide in der Liga dabei, auch wenn es unterschiedliche Ebenen sind. Hä, wieso sind wir denn in unterschiedlichen Ligen? Ich bin doch runter, oder nicht? Bist du abgestiegen? Aus Liga 3 in Liga 5? Das hatte ich ja schon ganz vergessen. Das ist natürlich doof gelaufen. Ah, ja, jetzt freust du dich noch mehr. Ja, hab ein schönes Wort. Nochmal ganz kurz, bevor wir gehen, eine News. Am 22.03. kommt eine neue Version von Zero Space. Das könnten wir vielleicht zocken, auch wenn die Liga da für alle spielbar? Ja, ich würde das dann schon organisieren, dass du das hinkriegst. Auch kriegst. Aber dass wir das dann zeigen können, würde ich mal organisieren. Oh, ja. Und in einer Stunde bin ich bei help.exe, einer Charity-Auktion für krebskranke Kinder, wird gesammelt. Ich spiele mit meinem guten Kumpel DM Shorty Octodad und es wird ein absolutes Oberdesaster für mich, für euch hoffentlich entertaining. Also help.exe in genau einer Stunde. Es wird großartig, schaut da mal vorbei. 2024 könnte das Jahr der Real-Time-Strategy werden, mit einigen tollen Releases und wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten viel Spaß, Janis, hau rein, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder Donnerstag, 18 Uhr, wie immer, zu Creepcheck. Hau rein, mach's gut, habt einen schönen Abend. Tschüss! Ciao, 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 mach's gut.